Und herzlich willkommen bei Techtel Mechtel, dem Schweizer Tech-Podcast. Ja, herzlich willkommen mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Tomagoj Belancic. Hallo. Dem Luca Fontana. Hallo. Und dem Michel Brändle. Hallo zusammen. Können wir gerade mal einen Temperaturcheck machen, so zum Anfang des Podcasts. Wie heiß ist es bei euch? Mein Zimmerthermometer hat leider den Geist aufgegeben. So heiß. Es ist geschmolzen. Das zeigt nicht mehr an. Es ist über 40 Grad. Also, geht durch. Ich bin für einmal mehr froh, dass ich in St. Gallen bin, wo es immer so 2 Grad kühler ist als überall sonst. Bei mir ist es, glaube ich, nur so irgendwie bis jetzt knapp 20 Grad oder so. Oh, nicht ganz. Es ist mega schön. Aber es heizt noch etwa bis knapp 27 auf oder so. Aber jetzt ist es noch schön. Also perfekt. Oh. Bei mir ist jetzt schon nicht zum Aushalten. Ich muss das Fenster zutun und die Türen zutun und ein kleines Büro und es hitzt so schnell auf mit dem PC unten dran. Ich weiß nicht, wie lange das aushalten heute. Mal schauen. Es wird schlimm. Mein Tado-Thermostat an der Heizung, das sagt 26,6 Grad. Hm. Oh, aber ich bin jetzt noch human. Jetzt, wenn wir anfangen. Aber wenn wir einen heißen Podcast haben und wir so heiße Mädels und Männer sind, dann hitzige Diskussionen führen. Genau, und hitzige Diskussionen führen. Wir reden nämlich heute unter anderem über den YouTube-Adblocker, also dass YouTube will Adblocker verbieten, nicht, dass sie einen eigenen machen, über mögliche PS5 Slim, über Netflix Cloud Gaming, das ist nämlich am kommen, und über eine heisse Debatte über den kommenden Schneewittchen-Film von Disney. Dann reden wir wieder über Twisted Metal, über die Serie von Peacock, über Afterparty, über das ist eine Apple TV Plus Serie. Und in der Spielecke reden wir über Stray Gods und The Texas Chainsaw Massacre. Ja, und bevor wir uns da massakrieren, fangen wir doch mal an mit YouTube. Und das hat ja schon länger angefangen. Haben wir nicht noch einen News-Jingle? Nein, natürlich haben wir den. Und ich hoffe, es ist der blau. Yeah. News. News aus der Tech-Welt. Sehr gut, habe ich die farblich geordnet, dass ich die richtigen schnell verwünsche. Ja, genau. YouTube, das hat ja schon, es hat schon länger angefangen, dass Google versucht, so sanft, obwohl sanft ist, relativ. Die Leute so überzuschieben, dass sie gefälligst so ein YouTube-Premium-Abo machen, wo keine Werbung denn drin ist. Und das haben sie schon mit verschiedenen Massnahmen gemacht. Angefangen hat es, wenn du einen Adblocker gebraucht hast im Browser und auf YouTube gegangen bist, dann ist einfach so ein Pop-up gekommen, wo gestanden ist, eben, Adblocker ist eigentlich nicht erlaubt, oder? In ihren AGBs steht das drin. Du hast dann aber das einfach wegklicken und glaube, es ist dann einfach noch 3 Videos oder so, ist das wiedergekommen. Kurze Frage, braucht ihr Adblocker? Und, also gut, mal ich frage zuerst mal da, braucht ihr Adblocker? Ja. 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 Das ist eine redundante Frage. Und bei YouTube, wie funktioniert es dort bei euch jetzt? Also habt ihr schon die Pop-ups und so gehabt? Ja, Premium. Schon länger, weil ich es einfach nicht aushalten mit Werbung auf YouTube. Und, du, Michel? Bei mir funktioniert es eigentlich bis jetzt. Meistens fällt mit den Pop-ups noch nicht. Vielleicht habe ich es auch einfach weggeklickt, weil dauernd auch immer so Umfragen kommen und dann klickst du einmal schnell einmal weg. Du bist so abgestumpft. Gut, ja, wenn ich es gar nicht wahr. Es gibt ja auch für das noch oft so Erweiterung. Ich habe Ghostery zum Beispiel, wo du die Consent-Sache, weißt du, damit du musst sagen, akzeptierst du all die Cookies oder keine und dort, mit dem nimmst du einfach immer automatisch das Minimum. Und vielleicht hast du irgendwie so. Wie heisst das? Sorry, das habe ich jetzt nicht gekannt, aber das klingt. Der Gaming, ja. Ja. Ghostery. Also wie Ghostery. Und ERY. Okay. Ja, dann kannst du das einstellen und dann fragt es dich vielleicht noch eine bei einer Seite, möchtest du es da never consent und sagst, yes, mach weg. Mm. Ja, das ist mega gut. Mm. Ja, voll. Genau. Aber eben, offenbar haben es zu viele Leute einfach weggeklickt und haben doch zu wenig so ein Abo gemacht, obwohl in den letzten Jahren sind ja ihre Zahlen offenbar recht gestiegen. Sie haben jetzt nicht klar ausgewiesen, was ist YouTube Music und was ist YouTube Premium. Es sind ja 2 Abos, einfach um das mal vorweg nehmen. Du kannst einfach YouTube Music abonnieren. Weiss gar nicht, 12 Stutz oder so. Dann hast du einfach ihre Musikdienst. Dann kannst du aber YouTube Premium haben, was noch ein bisschen mehr kostet. Ich glaube, 3 Stutz mehr. Dann hast du neben dem Musikabo hast du eben auch die ganze werbefreie YouTube. Und jetzt, da habe ich ein Video ausgeholt, sind sie eben in so kleinen Testgruppen am Testen, dass es so Adblock-Timer gibt. Das heisst wirklich, dann kommt, das kennen wir vermutlich von anderen Webseiten,
dann kommt halt wirklich einfach ein Fenster, wo über dein Video ist. Das Video wird hinter pausiert. Und dann steht eben, das ist verboten, Adblocker zu benutzen, laut unseren AGBs. Du kannst entweder deinen Adblocker abstellen, um weiterzuschauen, oder du kannst, du kannst deinen Adblocker abstellen und dann bitte schön die Werbung schauen. Oder du wartest einfach 30 bis 60 Sekunden, bis dann die Werbung durch ist und dann kannst du dann weiterschauen mit deinem Adblocker. Also der Adblocker, du meinst die normale Google Chrome-Erweiterung zum Beispiel, oder Firefox-Erweiterung, Add-on, der tut auch Werbung auf YouTube blocken. Genau. Der bekannteste ist vermutlich der Adblock oder der U-Block. Genau. Und was gibt es noch fertig? Also, ich habe auch den Adblock, ich kenne sonst gar nicht. Ja, ich kenne auch nur den. Adblock Plus oder so etwas. Genau. Ich finde den einfach gar nicht so gut. Ich weiß gar nicht mehr. Gut, ich habe jetzt wieder auf Vivaldi Browser geändert, den integrierten. Anyhow, mit einfach so Adblocker, so Erweiterungen, eben, sagen Sie jetzt vom Browser, also ich nehme an, auch beim iTunes, das ist doch, iTunes beim Safari, der hat doch das auch integriert. Ich bin nicht, das müsstest du, Michelle, vielleicht noch Menschen wissen. Boah, nein, ich hätte es mega lange schon. Du hast einfach kein iPhone, ja. Du hast natürlich. Und ihr iPhone auch nicht, ja. Gut, egal, aber einfach, jedenfalls die integrierten Adblocker, das findet ja viele Webseiten kacke und meldet das auch. Das habt ihr ja sicher auch schon gesehen bei Seiten, die sagen, hey, kannst du ihn bitte abstellen. Yeah. Ja, im Fall bei der Recherche zum Adblocker von YouTube ist, dass die Leute sich darüber aufregen, ist natürlich auf der Seite, wo ich das recherchieren bin, ist genau das gleiche Pop-up gekommen. Grossartig. Das habe ich auch gut gefunden. Ja, eben, es gibt schon, ich weiß jetzt gar nicht welche, aber es gibt nicht so viele, aber es gibt wirklich gewisse Seiten, wo du, wo du nicht weiterkommst. Die blocken dich wirklich ab, also die Möglichkeiten bestehen eben ja schon länger. Ja, also im Fall bei du, dann hast du auch. Dort nervt es mich am meisten, weil da brauche ich so viel. Dann muss ich immer den Adblocker abschalten und dann kann ich den Duden benutzen. Der geht eben, glaube ich, ich habe Brave-Browser vorher geprüft, dort ist das aber nicht gegangen. Sind eben nicht alle Adblocker gleich. Genau. Ja. Aber ja, eben, YouTube ist das, oder Google ist das ein Dorn im Auge und jetzt versuchen sie dich so ein bisschen sanft zu nötigen. Und es ist krass, ich meine, es wird, also was glaubt ihr, kommt es mit dem durch? Ich glaube schon, also es ist ja ein sehr limitierter Test jetzt noch. Und das machen sie mega oft bei so Funktionen, die dann grösser ausgerollt werden. Wir erinnern, letztes Jahr haben wir darüber berichtet, dass sie getestet haben, 6 nicht überspringbare Werbeanzeigen am Stück. Oder was hat es noch gegeben? Ah ja, genau, dass die höheren Auflösungen oder die höheren Bitrate, dass du es auch nur noch hast, wenn du YouTube Premium hast. Also sie machen ständig irgendwelche so kleine Tests und die meisten werden dann tatsächlich umgesetzt. Von dem her habe ich das Gefühl, das wird eh kommen, ja. Gut, jetzt hast du einfach die Wahl, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, 30 Sekunden lang oder 60 Sekunden lang das Pop-up anzuschauen, wo einfach steht, dass es ausschalten soll oder du schaust die Werbung an. Dann würde ich vielleicht auch noch einfach das Pop-up anschauen. Dann musst du wenigstens keine Werbung sehen. Aber es kann sein, dass es nur der erste Schritt ist und dass nachher irgendein Video gar nicht abspielen können, wenn du einen Adblocker hast. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber ich glaube, es wird kommen, ja. Und macht Sinn für YouTube. Aber ich glaube, es ist für so Dienste macht es auch nur Sinn, bis zu einem gewissen Grad Paid Subscriber zu haben, oder? Weil die machen ja gleich auch noch viel Geld mit Werbung. Also ich glaube, das Ziel ist nicht nur, die Leute zu zwingen, YouTube Premium zu abonnieren, sondern tatsächlich auch den Adblocker abzustellen, dass mehr Werbung ausgespielt kann werden. Ist ja wirklich tatsächlich ein riesen Anteil, bei eben die Zahlen nachschauen. Laut Statista haben es im Jahr 2022 29,2 Milliarden US-Dollar Umsatz nur aus Werbung gemacht und das sind 85% von ihren Gesamteinnahmen. Die restlichen 15% sind dann eben YouTube Premium Subscriptions. Ja, das ist schon krass. Und was eben auch krass ist zwischen dem Jahr 2021 und dem Jahr 2022, im Jahr 2021 ist der Gesamtumsatz aus der Werbung 28,8 Milliarden US-Dollar gewesen. Und zwischen zwei Jahren war der Anstieg vom Umsatz noch nie so gering gewesen. Das ist wirklich, sonst sind wir eigentlich relativ ein guter Hops gewesen. Ich glaube, 2020 haben sogar fast 10 Milliarden mehr Umsatz aus Werbung gemacht. Das ist wahrscheinlich auch halt Zusammenhang mit der Pandemie. Alle Leute sind deutlich mehr auf YouTube und so weiter. Aber auch vor den Pandemiejahren schon sind eigentlich immer schöne, gute Gump gewesen. Und jetzt ist es plötzlich zwischen 2021 und 2022 fast stagniert. Und das, wie immer halt bei so Unternehmen, das führt zu Panik. Das muss etwas passieren. Also es ist ja immer noch Umsatz da. Es ist so spannend, wenn der Umsatz nur ein bisschen weniger hoch ist. Also der Gewinn. Ja. Dann muss man gerade reagieren. Es ist einfach irgendwie krass, wie man in das... Weißt du, man ist irgendwie so also erzogen worden, ist falsch, aber man ist so in das reingewachsen, dass einfach im Internet
in Anführungszeichen alles gratis ist. Ja. Oder? Und, ja, und jetzt logisch, wird man so gezwungen, dass das alles kostet. Genau, und eben, logisch kann es das nicht sein und die Leute bezahlt werden und so, aber einfach die Werbung, oder das ist einfach irgendwie keine Lösung. Oder? Also es ist offenbar, ganz offenbar ist Werbung eine Lösung. Ja, es ist eben überall so, die Lösung. Ja, aber wirklich als Konsument, ich finde so, das ist, ich weiß auch nicht, es ist unerträglich. Es ist einfach, eben, aber ja, die einen finden es halt erträglich und die anderen zahlen. Ich fände es fair, wenn du würdest halt sagen, also ich meine, ich zahle das YouTube Premium, die 15 Stutz im Monat, genau wegen dem, weil es wirklich absolut unerträglich ist und ich brauche das hohe YouTube leider viel zu oft, um das können zu ignorieren. Aber fair wäre doch, wenn sie würden sagen, hey, ich biete, wenn du wirklich YouTube willst, werbefrei benutzen, aber nicht auch noch das ganze Geschmäus mit YouTube Music und keine Ahnung, was noch rundherum kommt. Es gibt ja auch noch YouTube Exclusives, gibt es ja auch noch. Mach ein Abo, wo wirklich einfach nur die Werbefreiheit ist, wo halt einfach deutlich günstiger ist, vielleicht 5 Stutz im Monat oder so. Ich glaube, dann würden auch viel mehr Leute tatsächlich eine Subscription machen. Und 15 Stutz ist schon hure viel für das, oder? Ja. Also das ist mehr als, oder, im Moment noch mehr als Disney Plus. Ja. Bald wird es noch weniger. Aber, aber es ist wie ein Streaming-Dienst. Und, aber, ja, vermutlich das Ding ist eben auch, dass... Ja. Nein, also vermutlich wollen sie dich einfach auch, dass du... Weißt du, dass du dann einfach du machst das und du nutzt dann halt das Musikding auch. Weil du so viel zahlst, oder? Wenn du schon willst. Aber meine Rechnung wäre, es würde viel. Im Moment haben sie, was haben sie, die Zahlen sind, glaube ich, etwa 50 oder 80. Also 2022 sind es, glaube ich, 50 Millionen Subscriptions gewesen. Und die Zahl ist am Steigen natürlich. Aber es wären wahrscheinlich noch deutlich mehr Subscriptions, wenn sie ein Abo hätten, das viel günstiger wäre. Ob dann natürlich am Schluss mehr Revenue rausschaut, also mehr Umsatz rausschaut oder nicht. Mit mehr Leuten, die weniger zahlen, statt weniger Leute, die viel mehr zahlen. Das ist natürlich dann die Rechnung, die wahrscheinlich bei YouTube, wo man auch höchstwahrscheinlich, das sind ja keine Idioten, die haben sie wahrscheinlich auch gemacht und genau darum würden sie mir sagen, genau darum haben wir das nicht. Du gescheiter Luca mit dem geilen Businessmodell, wenn du Podcast-Pimper auf die Idee kommst, meinst du sie mir selber nicht hast auf die Idee. Aber naja, ich rant jetzt gleich mal. Ja, man darf ja bei YouTube auch nicht vergessen, wenn dort Werbung geschaltet wird, dort profitieren halt eben andere auch noch davon. Wenn YouTube einfach ein Abo macht, dann profitiert nur YouTube. Und wenn ganz viele Werbebranchen kommen und sagen, hey, wir wollen bei euch Werbung schalten, jetzt im besten Fall kriegen die natürlich auch wieder Gewinn, dass jemand etwas kauft von ihnen. Dann ist immer in alle Richtungen Gewinn da und sonst halt ist das mega fokussiert. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum Werbung so gut klappt überall. Gut, also meine, sie müssen ja dann... Gut, ich weiß nicht, wie die Deals laufen, aber... Weißt, klar, dann müssen sie auch wieder das abdrucken und so. Ja, irgendwie, oder? Weil dann genau, wird weniger Werbung geschaut. Ja. Dann kommen die weniger Geld über. Vielleicht läuft es aber auch einfach so, ja, klar. Ja, nein, also was Mischa sagt, ist natürlich, wenn du als Werbetreibender kommst zu YouTube und du hast eine Plattform, wo aber 80% von den Leuten, die es benutzen, ein Abo haben und die Werbung nie werden sehen, dann ist natürlich das Aufschalten von Werbung für dich viel weniger attraktiv und du zahlst dann auch YouTube viel weniger. Und das ist dann natürlich für YouTube wieder, auch wieder ein Umsatz, der von dort wiederum weggeht. Also es sind genau, die Frage ist, wie zahlt es sich aus für beide Seiten, also dass es funktioniert. Ja. Jawohl. Aber eben, ich nehme auch an, sie werden da durchkommen und sie werden da irgendwie mehr Geld machen. Aber es ist einfach krass, wenn man die Leute einfach so nötigen kann, indem man es einfach unerträglich macht. Aber ja, so ist es halt. So ist es. Kommt, dann gehen wir zu etwas Positiverem, je nachdem, wie man es sieht. Aber ich glaube doch schon, nämlich ein neue PS5 könnte parat stehen, und zwar schon relativ gleich. Das ist nämlich unter anderem bei der Gerichtsverhandlung zwischen Microsoft und der FTC, den Behörden in den USA, rausgekommen. Und jetzt auch noch offiziell, nicht offiziell, inoffiziell mit einem geleakten Video. Stimmt das, Tommy? Genau, jetzt hat man die zum ersten Mal gesehen. Also die erste Gerüchte um eine neue PS5-Version hat schon im September vor einem Jahr gegeben. Da hat Insider Gaming darüber berichtet, dass eine neue Version rauskommen soll, ohne Blu-ray-Laufwerk. Und dann hat man schon gemunkelt, dass das Blu-ray-Laufwerk, dass das zusätzlich kannst installieren, wenn du das willst. Und eben dann, wie du richtig gesagt hast, in diesem Rechtsstreit zwischen Microsoft und FTC ist auch herausgekommen, dass Microsoft anscheinend Informationen hat, Insider-Informationen, dass PlayStation dieses Jahr noch eine neue Version wird rausbringen wird, die so viel wird kosten wie die Digital-Version von PS5 jetzt kostet, also $400 ist gestanden in diesem Microsoft-Bericht. Und jetzt hat es zuerst mal Video- und Bildmaterial gegeben von dieser neuen Version. Das Bild ist geleakt.
gezeigt auf einem chinesischen Forum, lustigerweise. Und auf diesem Bild sieht man eine Konsole, die wie eine PS5 aussieht. Der einzige Unterschied ist, dass die Faceplates, also die Platten, die links und rechts an der Konsole angemacht sind, die weißen, die sind nicht durchgehend, so wie sie jetzt ist, sondern sie sind wie in zwei geteilt. Aber sonst sieht es auch aus wie eine PS5-Konsole. Und kurz darauf ist dann noch ein Video rausgekommen auf Twitter von einem Account, der schon in der Vergangenheit Sachen geleakt hat. Und da sieht man, wie jemand so eine Dummy-Konsole, also keine echte Konsole, sondern einfach nur so ein Plastikding, um zu zeigen, wie gross das ist, ihr Hang hat. Und dann sieht man das Gleiche nochmal. Es sieht aus wie eine PS5. Vielleicht ein bisschen kleiner, würde ich jetzt einschätzen. Es ist schwierig zu sagen, weil er hat den Hang, kommt darauf an, wie gross das deine Hang ist und wie die Perspektive genau ist, wie sie das aufgenommen haben. Es ist schwierig zu sagen. Und was man dort sieht, ist das Laufwerk, das angemacht ist. Aber das Laufwerk wird man eben anscheinend wegnehmen können. Beziehungsweise sie werden die Konsole auch ohne Laufwerk verkaufen. Und die kannst du eben dann kaufen. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie nach einem Jahr, hey, ich würde echt gleich gerne physische Games kaufen, kannst du das Laufwerk dazu kaufen und dran bringen. Und das Coole daran ist, dass es nicht aussieht, als würdest du einfach irgendwie ein externes Laufwerk an ein USB-Kabel anschließen, sondern es sieht wirklich aus, als wäre es ein Teil der Konsole. Aber wenn das dran ist, sieht sie eigentlich genau gleich aus wie das aktuelle Modell. Und das Lustige ist, dass die neue Version ja als PS5 Slim gehandelt wird. Aber wenn das Laufwerk dran ist, sieht es genau gleich aus wie die jetzige Version. Darum, ich weiß nicht, ob es offiziell der Slim genannt wird oder ob es einfach eine neue Version wird sein, die die alte wird ersetzen. Ich meine, ich habe das Gefühl gehabt, sie sieht kleiner sieht sie aus, eben, weißt, wie so ein bisschen, vor allem von der Höhe. Ja, einfach allgemein ein bisschen kleiner. Ja, ja, so. Vielleicht nennen sie sie dann Mini, obwohl ja. Eben... Klein ist es nicht, aber sie ist ein bisschen kleiner, weil die andere ist einfach verdammt gross. Die ist verdammt riesig. Ja. PlayStation Pocket. Ja, Pocket. Das ist mein Sinn, aber das war ja wirklich die klein. Ja, erinnert ihr euch noch? Game Boy Pocket. Ja, klar. Das ist ja. Klappsicher war geil. Gewesen. Ja, das also, ja. Den habe ich nie gehabt, leider. Ich bin noch, mir nimmt so Wunder, meinst du, die gespaltene Faceplate ist, damit du das kannst irgendwie, nimmst die untere Faceplate ab und klickst es dann irgendwie dort rein oder so? Ich glaube, die gespaltenen Faceplates sind genau, das Laufwerk kannst du dranhängen, weil sie haben ja wie eine Spalt braucht, weil ja. Du einfach den ganzen Unterteil der Konsole auf der rechten Seite quasi rausnimmst, wenn du das Laufwerk wegnimmst. Und damit es dann symmetrisch ist auf beiden Seiten, haben sie auch halt bei den Faceplates haben sie es zweiteilt auf beiden Seiten, dass es nicht so aussieht, als würde auf der rechten Seite irgendetwas dranhängen, das nicht dran gehört, sondern jetzt sieht es einfach symmetrisch aus mit kurzen, Abteilungen zwischen den Faceplates. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Aber ich finde auch auf dem Video sieht es ein bisschen cheap aus. Ja, irgendjemand hat kommentiert, es sieht so aus wie eine Konsole, die man sich auf Wish bestellt, wo irgendwie schon 1000 vorinstallierte Bootleg-Games drauf hat. Und es ist schwierig, oder? Wenn irgend so ein Dummy liegt, der halt einfach auch noch leichter ist, offensichtlich. Wenn man sieht, der, der seine Hand hat, der hantiert so, als wäre es Luft. Dann sieht es halt wirklich so wie eine billige China-Konsole aus, eine billige PS5-Kopie. Aber mal schauen, aber wie sie echt wird verstanden. Aussehen. Du hast gesagt, es ist gleich teuer wie die PS jetzt und einfach, nein, müsstest du Laufwerk dazu kaufen. Genau, nein, wahrscheinlich. Sie ist so teuer wie die digitale Version jetzt. Aber die digitale Version von dir. Genau, die kein Laufwerk hat. Und wahrscheinlich wird das Laufwerk näher auch wieder 100 Stutz kosten. Ich würde sagen, dann kommt es gleich raus. Dann macht es schon meistens Sinn, wenn sie ersetzt wird und nicht zusätzlich ist. Genau, und das Ding anscheinend so, das Modell, das alte Modell ganz ersetzen für Sony. Was ja auch Sinn macht, weil dann muss Sony halt nur ein PS5-Modell herstellen und nicht zwei unterschiedliche. Jetzt müssen sie immer so ein bisschen abschätzen, was ist Nachfrage nach der digitalen Version, was ist Nachfrage nach der mit Disc-Laufwerk. Jetzt können sie einfach eine rausholen und nebenbei das Laufwerk produzieren ab und zu. Und dann können sie natürlich auch Kosten sparen. Und Kosten sparen, weil sie allgemein ein bisschen kleiner wird sein. Das ist natürlich auch. Ja, und der clevere Schachzug daran ist ja natürlich, alle neuen Kunden, die sich das überlegen zu kaufen, dann greifst du zuerst mal einfach zu der ohne Laufwerk. Zu der neuen, zu der Slim, oder? Weil das ist ja billiger, genau. Ja. Genau, kompakter und billiger. Und dann kaufst du dann natürlich automatisch auch nur digitale Games, oder? Also das ist eh der lange Schachzug, oder? Du hast einfach eine Konsole und kannst endlich mal das lästige Laufwerk, die physischen Disk langsam loswerden und einfach fett einkassieren. Weil ihre Games im Store sind ja immer besonders teuer. Ja. Und dort verdienen sie natürlich am meisten, wenn sie nicht noch über Händler gehen müssen. Und das wollen sie, oder? Sie wollen alles digital, niemand kann Games mehr verkaufen. Und das ist natürlich, ja, eben, recht wunder, wie die sich verkaufen und ob das
die Leute einfach zunehmend dann einfach noch mehr in das Digitale rutschen, oder? Ich glaube, auch längerfristig wird es dort hergehen. Ich bin gespannt, ob mit der nächsten Generation, ob wir dann schon standardmäßig einfach alles ohne Laufwerk werden haben oder ob es gleich noch ein bisschen zu früh ist. Mir würde es wehtun, ich tue gerne physische Sachen noch sammeln. Aber zumindest von diesen Games, die ich wirklich geil finde, es fühlt sich irgendwie gut, als Backup zu haben, falls irgendwann das so ein PlayStation Network zum Beispiel nicht würde funktionieren. Was ich erst gerade vorkomme, das Games, das du runtergeladen hast, nicht hast können spielen, also nicht einmal Online-Games, sondern Offline-Games, weil es deine Lizenz nicht hat können überprüfen konnte, PlayStation Network down war. Und es ist halt immer schön, wenn du als Backup irgendwie eine physische Kopie hast und irgendetwas in den Hängen zahlst, finde ich schon noch cool. Aber ich glaube, die Zukunft wird schon so sein, dass wir alle ohne Laufwerk werden gamen, auch auf Konsolen. Ja, ich meine, es wird jetzt gerade der Test sein. Wenn das hier da gut funktioniert, dann bringen sie die neue Konsole sicher genauso. Voll, genau, das ist ein super Test, ja, absolut. Ja. Genau. Dann kannst du immer noch, wie gesagt, auch dort kannst du laufen immer noch. Dann kann niemand hässlich sein, weil es ist so, hey, easy. Wir haben sie günstiger, ohne. Aber du kannst es, voll easy, kannst es einfach haben. Da, kannst du es dazu haben. Es wird so ein langsamer Tod sein. Weniger Materialverschleiß ist auch ökonomisch. Genau. Wir sind nachhaltig, mehr produzieren. Wir müssen jetzt Marketing jetzt machen für Sony. Also gut, wir bleiben gerade beim Gaming. Yeah. Und wir haben dann nämlich noch eine zweite News. Netflix ist schon seit längerem am Experimentieren mit Games, hat eigene Studios gekauft und ich glaube, sie bauen auch eigene auf. Und man kann ja dort seit längerem auch, aber nur auf dem Handy, kann man die Games dann auch spielen, wenn man das Netflix-Abo hat. Aber jetzt tun sie den Markt erweitern. Jetzt kann man es dann auch auf dem Fernsehen und PC spielen, oder Tommy? Genau, sie starten einen limitierten Test, bisher nur in Großbritannien und Kanada, glaube ich, wo sie eben genau ihre Games, die du im Abo inkludiert hast, auf Mobile, kannst du jetzt auch auf dem PC, Mac und auf dem Fernseher gamen. Auf dem Fernseher funktioniert das via Netflix-App, also dort werden die Spiele direkt dort in die App integriert sein, via PC und Mac wird es dann via Browser laufen. Und die Idee von Netflix ist, halt einfach die Games, die im Abo sind, überall dort verfügbar zu machen, wo ihre Mitglieder, also ihre Abonnentinnen und Abonnenten, Netflix nutzen. Und der Test läuft aktuell auch nur mit zwei Games, mit Oxenfree, was ich vor 2-3 Wochen gespielt und getestet habe. Ein super geiles Game, unbedingt spielen. Und mit einem Arcade-Game, das ich nicht kenne, Molehue's Mining Adventure. Keine Ahnung, was es ist. Aber die zwei Games kann man im Moment testen. Und lustigerweise als Controller, für die Tests haben sie eine separate App rausgegeben, wo so einen virtuellen Controller auf dem Handy-Bildschirm hast. Also so einen virtuellen Joystick und virtuelle Buttons, die du kannst drücken und so kannst spielen. Also nicht die optimale Art und Weise zu spielen. Aber ich bin mir sicher, wenn der Test erfolgreich verläuft, wird ja Controller-Support kommen in Zukunft. Und wenn du auf dem PC oder Mac spielst, kannst du auch mit Maus und Tastatur spielen, jetzt schon. Also, das ich würde sagen, aber dort, Controller gehört dort noch nicht. Also nur dort geht das Controller auch noch nicht, genau. Ja. Genau. Und aber im Moment funktioniert das von App her, einfach für Streaming-Geräte, die man so kennt, Amazon, Google, Roku, Nvidia und auf TVs von Samsung. Aber Netflix sagt eben, das wird laufend erweitert und es soll überall verfügbar sein, überall wirst du gamen können. Ja. Ich bin noch gespannt, wie es wird aussehen mit den Netflix-Apps auf PlayStation und Xbox. Ich denke nicht, dass es dort auch wieder gamen können, weil es wäre ja eine direkte Konkurrenz zu dem, was PlayStation und Xbox anbieten, oder? Ja. Gute Frage. Ja, das bin ich auch noch gespannt. Du merkst aber auch, dass sie die Games, die sie haben, die passen da relativ gut für das. Oder? Weil beim Cloud Gaming hast du immer solche Input-Lags und so, aber gerade eben so die Games wie Oxenfree und sie haben ja von die Telltale, wie heisst es, die Expanse, das ist doch glaube ich auch... Ist das auch drin? Ah, das weiß ich gar nicht. Egal, aber sie haben auch mal ein paar so Adventure-Games und nicht unbedingt mega schnelle irgendwie Shooter oder so, wo auch darum eben gut passen, wenn die auch mit Input-Lag spielen musst. Das ist so, ja. Aber sie, das neue Studio, das du angesprochen hast, wo sie gegründet haben, das haben sie letztes Jahr in Finnland gegründet. Und das Ziel von diesem Studio ist es eben nicht nur so kleinere Mobile-Indie-Adventure-Games zu machen, sondern wirklich so AAA-Produktionen. Also wirklich teure, grosse Produktionen, die es halt mit den allergrössten Games aufnehmen können. Und da haben sie auch schon mega prominente Leute verpflichtet. Das hat ein Halo-Entwickler, hat bei Microsoft gegründet und hat dort angefangen. Einer von Sony rechten Ranghöhe.
Woche God of War Entwickler hat gekündigt und hat bei Netflix angefangen, um an diesem Game zu arbeiten. Also sie haben schon noch vor, so ein bisschen grösser zu werden. Ich bin auch gespannt, ob das so im Rahmen von dieser Cloud-Gaming-Strategie eine Rolle wird spielen oder ob sich allgemein Games herausbringen. Weil eben Oxenfree zum Beispiel, das gehört Netflix, aber es ist auch auf Konsole und PC erhältlich. Also nicht irgendwie, dass sie es exklusiv in ihrem Abo erhältlich machen, aber sie haben auf jeden Fall vor, im Gaming-Bereich definitiv noch zu wachsen. Ja. Ja, und ich finde, sie machen es eigentlich auch nicht schlecht. Also sie fangen klein an, sie fangen eben mit Mobile Games haben sie jetzt angefangen. Es ist wahrscheinlich ein recht verzeihender Bereich, wo man kann Fehler machen kann und es wirft nicht gerade riesen Wellen, oder? So Amazon Games, wo plötzlich eines Tages gefunden haben, wir sind jetzt auch ein Game-Studio, wo AAA-Games entwickelt und gefühlt 90% von allen Projekten sind nie fertig geworden. Gibt da Two Worlds? Das ist schon mal, aber ich glaube, ein Erfolg gewesen. New World, genau. Und der war auch ein Erfolg gewesen, aber sonst hat man ja sehr, sehr viele Schlagzeilen immer gehabt, von wegen, oh, das hat nicht geklappt, jenes hat nicht geklappt, das wird jetzt eingestampft. Und ja, was ich auch noch sehr sympathisch finde von Netflix, muss ich sagen, ist, obwohl sie eben in dem Mobile-Game-Bereich jetzt am Fuss fassen sind, verzichten sie laut mir auf In-App-Käufe, also den sogenannten Microtransactions. Das finde ich sehr, sehr einen sympathischen Zug, weil eigentlich wäre das ja eine mega Einnahmequelle bei Mobile-Games. Sie machen dann einfach das Abo ein bisschen teurer wieder. Oder das? Das ist die Obergrenze, die ich langsam erreicht habe. Jetzt wissen wir, das ist so das also die Reaktion auf die News, die ich sie geschaut habe auf digitech.ch. So, ja, das Abo wird teurer und sie sollen nicht Games machen, sondern Serien. Es will doch niemand, macht lieber das Abo billiger. Und so. Das ist also, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in Zukunft auch Abo-Optionen wird geben wird, wo das inkludiert ist und Sättige, wo das explodiert wird. Der ist halt im Ober-Premium-Abo auch noch Games dabei und bei den anderen nicht. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Aber ich bin gespannt, ob es klappt, weil eben, wir haben erst mit Google Stadia ein Cloud-Gaming-Projekt können miterleben, das kläglich gescheitert ist. Wie lange hat es gelebt? 2-3 Jahre haben sie es ausgehalten? Das oder sind so? Schon mehr gewesen. Ist es mehr gewesen? Über 4 Jahre gewesen. Okay. Aber ja, eben, so ein bisschen langsam andampft. Ja. Ja. Aber die haben auch grösser angefangen, oder? Die haben sicher ein bisschen mehr, ich glaube, ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Aber eben, aber wenn Netflix so ein bisschen anfängt, dann vertraut man ihnen vielleicht eher ein bisschen. Aber die, haben jetzt auch schon wieder ihre so alteingesessenen Entwickler holen, das hat sich jetzt bei Google nicht unbedingt bewährt. Das sind zum Teil die schon zu lange im Business sind. Und, das stimmt. Ja, und Dings, Jade Raymond ist doch auch zu Google gegangen, Assassin's Creed Entwicklerin, die ursprüngliche, und hat dort etwas geschafft, aber das ist dann auch gecancelt worden. Also, dass sie jetzt die Leute dort herholen zu Netflix, muss nichts heissen. Es kann sein, dass das genau nichts aus dem wird werden und das Studio in einem Jahr geschlossen wird, weil sie merken, Games entwickeln ist doch nicht so einfach und vielleicht nicht das Gleiche wie Serien und Filme produzieren. Weil teuer und lang. Genau. Und unvorhersehbar. Ja. Ein bisschen unvorhersehbar ist ehrlich gesagt auch. Ja, nein, das kann man nicht sagen, das stimmt nicht. gut, wie die Schauspielerin selber reagiert. Wir reden vom Schneewittchen, das Remake von dem 1937er Trickfilm. Da kommt nächstes Jahr die Live-Action-Verfilmung ins Kino. Und was jetzt aber ein bisschen überraschend ist, eigentlich wie kritisch sich die Hauptdarstellerin äußert gegenüber dem Originalwerk. Und das hat natürlich entsprechend für Wellen geschlagen, aber der Luca, der weiss das genauer. Ja, genau. Also ich hole jetzt zuerst ein bisschen aus. Snow White, eben das Remake, hat ja schon vor ein paar Wochen für erste Negativschlagzeilen gesorgt. Und zwar ist es dort um ein Setbild gegangen, das man gepostet hat, eben vom Snow White Set. Und dort hat man Schneewittli gesehen mit 7 Menschen, die aber nicht Zwerge gewesen sind, sondern halt eben alle anderen möglichen Ethnien. Und dabei, mit dem Bild zusammen ist dann auch herausgekommen, dass die 7 Zwerge tatsächlich gecancelt worden sind, mit der Begründung, dass halt kleine Männer, die in Höhlen nach Diamanten schürfen, das sei halt klischiert und nicht mehr zeitgemäss. Und die 7 Zwerge hat man darum ersetzt durch eine Art Banditenkommune, die sich im Wald eben von der bösen Königin versteckt. Und die sind ein bisschen wie bei Robin Hood. Das heisst, sie klauen von den Reichen, von der Königin und geben es dann den Armen. Und ja, das hat wirklich alle möglichen Wesen und Ethnien und Geschlechter und halt einfach maximal divers. Das hat dann ein Zwerg ist dabei, gell? Genau. Ein Zwerg ist dabei, weil eben, dass die auch noch vertreten sind. die Situation hat dann ein bisschen geruhigt. Das ist nicht mehr so viel darüber berichtet worden, bis eben diese Woche plötzlich in den sozialen Medien eine neue Welle von Negativschlagzeilen die Runde gemacht haben. Und wieder viel schon das angedeutet hast, der Grund ist, dass die Hauptdarstellerin Rachel Segal
Spiegel sich sehr negativ zum Original geäussert hat. Und ja, das Besondere an dieser Aussage ist, sie sind nicht erst gerade kürzlich gemacht worden, sondern eigentlich sogar schon vor einem Jahr. Nur irgendwie Social Media, das ist halt ein Ort, wo nicht vergisst. Und wenn der Algorithmus entscheidet, dass sie jetzt im Moment gekommen ist, dann ist er jetzt und du kannst nichts dagegen machen. Was hat Rachel Siegel konkret gesagt? Also die Aussagen sind an der D23 gemacht worden. Das ist die grösste Disney-Fanmesse der Welt. Die hat letztes September das letzte Mal stattgefunden und gegenüber Extra TV hat sie gesagt, der ursprüngliche Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1937, der sei ganz offensichtlich veraltet. Der Schwerpunkt liege dort auf einer Liebesgeschichte mit einem Mann, wo das Schneewittli buchstäblich stalken tut. Das sei uhure weird und das würde man das mal jetzt nicht mehr so machen. Und überhaupt all die Szenen mit dem Andrew Burnap, wo der Prinz spielt, die könnte man wahrscheinlich sogar streichen. Bei Hollywood weiss man ja nie, Baby. Und was gegenüber der Variety hat sie am gleichen Ort gesagt, eben, sie wird auch im Film nicht mehr vom Prinz gerettet. Sie träumt auch nicht von der grossen wahren Liebe, sondern davon, eine Anführerin zu sein. Und zwar die Anführerin, von wo sie weiss, dass sie sie kann sein. Gegenüber der Entertainment Weekly hat sie dann auch noch gesagt, der Zeichentrickfilm ist halt vor 85 Jahren rausgekommen und vor allem in dem Punkt sehr veraltet, wie die Führungsrolle von einer Frau dargestellt wird. In ihrer Version von Schneewittli geht es nicht darum, wer die schönste im ganzen Land ist, sondern wer die beste Anführerin im ganzen Land ist. Und wie ihr euch vorstellen könnt, all die Aussagen haben natürlich eine riesige Kontroverse ausgelöst unter den Fans. Und was Fans auch sehr oft, oder was Fans wahrscheinlich wirklich so hat ausrasten lassen, ist nicht nur, was sie gesagt hat, weil ob das streitbar ist oder nicht, das können wir nachher diskutieren, sondern auch ein bisschen, wie sie es gesagt hat. Nämlich sehr smug. Und das ist, wie ich gelernt habe, der englische Begriff für ein bisschen so selbstgefällig und eingebildet. Und ja, ich muss, also ich selber, wo ich diesen Ausschnitt gehört habe, habe ich auch ein bisschen gefunden, so, ich habe mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt, tatsächlich. Aber ich glaube, wir hören mal in so einer Aussage rein, damit ihr euch auch mal ein Bild könnt machen könnt. Genau, also es geht ja nicht darum, dass man jetzt auf der rumhackt, aber das hat all das Ganze ausgelöst und ich glaube, das hat schon nicht geholfen, dass sie als... Wie alt ist die? 22. Ja, aber mit 22 schon ja. So viel eine grosse Rolle, aber ja, das... wir hören doch nochmal rein. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. there is a big focus on her love story. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. So no prince or a different kind of prince? We have a different approach to what I'm sure a lot of people will assume is a love story just because like we cast a guy in the movie, right. Andrew Burnap, great dude. Yeah. It's one of those things that I think everyone's going to have their assumptions about what it's actually going to be, but it's really not about the love story at all, which is really, really wonderful. And whether or not she finds love along the way is anybody's guess until 2024. Genau. Ja. Also, ja. das ist echt, was du vorher gesagt hast, wolltest du das schön übersetzen? Was, Ja, eben genau. Also das, was ich gesagt habe, dass sie eben ursprüngliche Zeichentrickfilm Sex sehr datet und eben der Schwerpunkt zeigt nicht mehr darauf, dass sie da das Schneewittli von der wahren Liebe träumt. Und dass der Prinz, wo sie stalken tut, das sage jetzt in diesem Film auch, werden sie das anders machen. Michel, du hast mir gestern gesagt, Schneewittli sei früher als Kind sogar dein Lieblings-Disney-Film gewesen. Wie siehst du das ein bisschen so? Modernisieren, ja, nein? Hat sie recht? Ist das so ein dateter Film? Ich finde, man muss auch noch ein bisschen weiter zurückschauen. Also ich meine, Disney hat ja, auch wenn das schon irgendwie 1937 schon relativ lang her ist, ist ja da auch eine Neufassung vom ursprünglichen Merlin. Und da ist ja auch schon ewig alt. Also da ist ja wie 1812 oder so, ist da, glaube ich, mal so ein bisschen notiert worden. Und ich finde, wenn man Neuverfassungen macht, die soll man immer zeitgemäß machen. Aber wenn man Schneewittchen nehmen will, muss man so ein bisschen den Kern von dem, wo Schneewittchen aussagen will, sollte man mitziehen oder begründet abändern. Und ich glaube, in dem Punkt sind sie gar nicht so schlecht dran. Ich glaube, sie sind einfach ein bisschen vergessen, um was es ursprünglich geht. Ich bin nicht sicher, haben die ja irgendwie noch so ein Bild davon, was Schneewittchen eigentlich will, als Message überbringen. Ich habe das Gefühl, als Kind hat man das. Gibt es die Messages so direkt, kommt das nie über, oder? Dort geht es einfach. Also, das Einzige, was ich dort mitgenommen habe, ist wirklich die Genau, darum war es als Kind auch so ein bisschen mein Lieblingsfilm. Mhm.
Genau, man hat einfach schöne Bilder. Mhm. Ich habe den letzten, genau. Als ich vor 2 Jahren oder so im Disneyland war, mal die Bilder dort wieder gesehen. Und der ist einfach schön gezeichnet. Und das ist einfach ein Märchen, wo irgendwie. Mehr überleistet gar nicht das Kind, oder? Darum kann ich dir auch gar nicht sagen, was eigentlich die Message soll sein. Ja, also ich es ist wirklich so ein bisschen da. Ja. Ja, also ich habe das Gefühl, wegen der ganzen Kontroverse habe ich den Film 1937er Original gestern tatsächlich noch mal geschaut, um das mal wieder ein bisschen im Kopf zu haben. Und Message, wenn es eine gibt, dann würde ich sagen, ist ein bisschen ähnlich wie bei Cinderella, dass Schneewittli trotz allen Ungerechtigkeiten, die böse Königin tut sie ja am Anfang wegsperren, quasi in Lumpen und alles, damit sie nicht die Schönste ist im ganzen Land. Weil die Königin ist eifersüchtig auf sie und sie bleibt halt trotzdem nett und lieb und kind und überhaupt alles, also trotz allen Widrigkeiten. Sie selber aber wird im Film eher, eben nebst dem, dass sie lieb und nett und alles ist, halt auch sehr weinerlich dargestellt und schutzbedürftig. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass sie, kaum ist sie bei den Zwergen, das Erste, was sie macht, ist kochen, putzen und nähen, weil sie möchte den Zwergen eine Ersatzmami sein, weil sie hat am Anfang das Gefühl, wo sie ins Haus hineinkommt und Zwerge sind gerade am Arbeiten, sind alles kleine Bettler und so. Und oh nein, das sind sicher Kinder und weil da alles dreckig ist, haben sie wohl keine Mami, sie sind verwaist und ich als Mami möchte da jetzt aufräumen und putzen. Und das ist dann auch das Argument, dass sie bleiben darf. Also, was Rachel Segal sagt, ist schon nicht falsch. Es ist wirklich veraltet. Genau. Eben, es ist so ein bisschen veraltet. Und eben, wenn ihr sagt, ja, als Kind nimmst du ein Message eh nicht wahr, es ist ja auch ein bisschen für die Erwachsenen, gerade wenn es so eine Realverfilmung ist. Und ursprünglich geht es eben mega so ein bisschen in die Richtung, ja, so eben eine schöne Prinzessin und eben, wer ist die Schönste im Land und sie möchte auch gerne ein bisschen eine liebes Mami sein. Das ist wirklich mega veraltet. Und ich verstehe mega, wenn Rachel sagt, das würde ich heute nicht mehr überbringen. So. Und klar, also ich finde, wenn man sagt, ja, sie bringt es ein bisschen falsch über. Ich glaube, also wenn ich so jedes Mal, wenn ich da Interview lasse, finde ich, sie wirkt auch mega nervös. Also sie lacht immer so ein bisschen und weiss, wie sich ausdrücken und sie hampelt auch so ein bisschen rum. Und ich habe ja dann auch nachgeschaut, sie ist 22. Und ich glaube, da, wo sie so ein bisschen mit einer grossen Rolle bei West Side Story vorgeredet hat, war sie 16. Gewesen. Also sie ist hure in da reingeschmissen worden und möchte irgendwie wie so ein bisschen eigentlich etwas Gutes machen. Und wenn sie sagt, ja, sie findet eigentlich das ursprüngliche Schneewittchen, das würde sie nicht vertreten, dann finde ich es eben genau gut, wenn so jemand das macht und sagt, hey, ich finde die ursprünglich nicht gut, ich würde etwas Besseres, ich würde irgendwie eine gute Message überbringen und ich würde den kleinen Jungs und Mädels sagen, hey, es geht nicht um Schöne und Liebe, sondern es geht eben darum, wie kann ich mich dieser Welt behaupten und stark sein. Und so ein bisschen da. Es ist sehr woke. Mit dem kann man so ein bisschen argumentieren, dass es vielleicht auch einer zu viel ist. Sagen, aber willst du... Ja. Also, nur mal sagen, weil in den Interviews tönt es dann ein bisschen so, aber es ist natürlich nicht sie, die die Geschichte macht. Also sie ist ja nur... Eben genau, oder, sie vertreten sie ja nur. Sie hat nichts geschrieben oder so, genau. Aber sie ist natürlich jetzt halt durch das, dass sie sich so geäußert hat, wie das Gesicht von dem, aber sie hat sich das nicht ausgedacht und so, sie tut einfach... genau, da kommt noch dazu. Sie wird es nur vertreten und... Genau, ja. Sie findet die Rolle gut und die Interpretation von dem, von der Geschichte von 1937 und ich kann eben auch, vielleicht kann man gar nicht gross darum reden, eben jetzt wie sie sich geäußert hat, vermutlich ist das nicht so geschickt gewesen, einfach weil sie halt einfach vermutlich mega viel auf ihr rumhackt und das halt ein Scheiß ist. Aber ich finde, die Diskussion ist, die finde ich sehr spannend, ja, genau wie viel. Und du, Mischa, hast es mega gut angesprochen, mit, dass der alte Trickfilm selber schon eine Interpretation ist von einem vermutlich viel brutaleren Märchen und Disney hat ja eh das meiste Zeugs irgendwo abgekupfert und die sind im Original oft brutaler. Das heisst, dort macht Disney so ein bisschen Softwashing. Ja, genau. Ja, sie tun es immer sehr beschönigen, finde ich. Also die ursprünglichen Märchen von Grimm finde ich eigentlich immer grossartig. Auch gerade so bei Schneewittchen, wo die, wissen ihr den Schluss von der bösen Zauberin Hex? Ich weiß gar nicht, also so die Königin, die böse Königin. Die muss am Schluss bei der Hochzeit mittanzen. Und zwar kriegt sie so metallene Schuhe, die vorher heiß gemacht worden sind, glühend heiß. Oh. Sie muss die anlegen und tanzen, bis sie stirbt. Das ist der Schluss. Also einer von diesen ursprünglichen, wo wirklich, sie stirbt am Schluss eigentlich immer. Ich weiß nur, das Aschenputtel, wo sie wirklich einfach die andere Tochter, die sich ausgeht als sie, den Zechen abschneidet. Ja, genau. Ja, das ist auch so. Damit der Fuß in Kristallschuhe reinpasst. Genau. Ja, die Gebrüder Grimm sind krank gewesen. Das ist wirklich... Die sind schon Psycho. Ja, nein, sie haben es halt einfach so übernommen. Die ursprünglichen Märchen sind, glaube einfach so verzählt worden im Volk. Also es ist wirklich so, man hätte ein bisschen schockieren müssen. Und Grimm haben es eigentlich teilweise einfach immer versucht, um so zusammensammeln. Also sie haben es eigentlich nur
aus allen Quellen zusammentragen und dann eine Version daraus gemacht, was so ein bisschen alles beinhaltet. Aber eben, also grundsätzlich, ich finde, dass, wie du sagst, Michel, ich finde auch, dass es eigentlich Sinn macht, dass man das Zeugs in der aktuellen Zeit versucht zu erzählen und man muss ja das Zeug in seinem Kontext anschauen. Aber es ist ja genau. Schon so, dass bei vielen Disney-Sachen, wenn du das ein bisschen genau anschaust, haben schon so ein bisschen fragwürdige Frauenbilder, haben oft so hilft, schutzbedürftig ja, oder irgendwie auch Aladdin, oder? Schlussendlich Geschichte steht da, dass du einfach kannst eine voll anlügen und du kommst sie dann irgendwie schon über, oder? Also irgendwie nein. Was? Nein, sie hat mega blöd bei Aladdin. Oder? Sie ist ja. Moment. Er gibt sich als Prinz Ali aus, weil er das Gefühl hat, er als Straßenjunge lange nicht zu einer Prinzessin genug zu sein. Er ist nur ein verlumpter Straßenjunge und wünscht sich darum, ein Prinz zu werden. Und was macht Jasmin, als sie ihn als Prinz sieht? Sie sagt, hey, hast du das Gefühl, bin ich ein Trophäe? Was will ich mit dir? Und auch der Genie sagt mir immer, hey, Aladdin, du musst ihr die Wahrheit sagen. Wenn du nicht du selber bist, dann kommt das nicht gut raus. Und je mehr er sich dann tatsächlich auch anfängt, nicht mehr als Prinz aufzuspielen und die Wahrheit langsam wieder rauskommt, desto mehr kommt sie dann wieder auch auf ihn zu. Also, dass er sie einfach anlügen kann und dass sie das cool findet, das ist Nein, das findet sie nicht cool, aber das ist einfach das ist das Lustige dort, dass er das machen kann und so. Und das wird ja... Du, gell, oder ich meine, das Schöne und das Biest, oder? Das ist eigentlich, wie sagen wir da, das... wie sagen wir dem Phänomen? Stockholm-Syndrom. Ja, das ist echt so Stockholm. Ich habe genau gewusst, der kommt. Ich habe genau, dort habe ich eine ganz dedizierte Meinung, dass es absolut, absolut verklärt wird, weil das stimmt ja nicht. Er tut sie... Nein, ich mache jetzt das Fass nicht auf. Aber ich würde nur eins sagen. Der Wendepunkt ist, wo er sie wieder lässt, selbstlos, obwohl er weiss, das heisst, er wird für den Rest von seinem Leben darum ein Biest bleiben. Es ist nicht, dass er sie gefangen hält und sie in das irgendwie sich plötzlich ihm verliebt. Aber sorry, ich mache das fast nicht auf. Ja, sonst reden wir unendlich lange über das. Genau. Aber es wird, glaube ich, überall so ein bisschen irgendwie versucht zum Anpassen, glaube ich. Also ich denke, ich finde, mit Schneewittchen ist das einfach sehr radikal wahrscheinlich gemacht, eben, weil die anderen Filme sind vielleicht immer noch so ein bisschen in der Diskussion, hey, kann man das bringen oder nicht? Und da macht man es jetzt und dann ist die Diskussion, kann man das so krass machen? Ich glaube, irgendwie, man kann es fast nicht richtig machen. Es ist einfach das Problem, dass mega viele Filme oder dass Diskussion ja immer darum ist, dass Filme progressiver und woke werden und die ganze Diskussion immer, wenn irgendein Remake angekündigt wird, ist alles noch mehr unter der Lupe, weil die Leute wollen, dass es genau so ist, wie es früher war und es hat jetzt wie aufs Maximum aufgetreten bei diesem Film, weil halt irgendwie jeder Checkmark erfüllt ist worden, zum progressiv wirken. Die Hauptdarstellerin ist Kolumbianerin, die Schneewittchen spielt, wo vielen Leuten natürlich sauer aufstößt, weil Schneewittchen Snow White wie weisse Haut, so weiss wie Schnee, so. Es gibt keine Zwerge mehr, es ist keine Liebesstory mehr, es ist irgendwie so alles, was die Leute aufregt, oder? Wo zu riesen Diskussionen führt. Die frage mich dann auch, ist es nötig, die alte Geschichte so krass neu zu entdecken? Oder wieso nicht einfach eine neue Geschichte machen, weißt? Also vielleicht hat man sich, wenn man die Geschichte angeschaut hat, hat man gesagt, okay, mega viele Sachen, die elementar sind für die Geschichte, passen nicht mehr in die moderne Welt. Und dann machen wir auch kein Remake dazu. Machen wir eine neue Geschichte. Es muss Schneewittchen natürlich sein. Sonst würdest du nicht davon reden. Sonst wäre es aber ein x-beliebiger Film. Das ist immer das Problem. Das wollte ich gerade auch sagen. Und dann fängt man es auch an zu reflektieren. Also man hat wie die Vorlage und sagt, hey, das war nicht okay gewesen. Hey, komm, wir machen das, was für unsere Zeit passt. Und sonst, wenn du etwas ganz Neues machst, dann führt das gar nicht zu dieser Diskussion. Weil dann weisst du ja, das ist okay, so wie es ist. Und es ist ja etwas Neues. Das kann man so machen. Und bei Schneewittchen ist es so, hey, im Fall, wir haben uns verändert. Und dann denkst du darüber nach, also, oder? Ich finde es aber eigentlich noch interessant, dass man das... Also wie gesagt, jetzt bin ich vorher mit dem Film überhaupt nicht interessiert. Jetzt bin ich zumindest wundern, wie wollen sie denn so einen radikalen Bruch machen? Weil das, ich finde, das klingt auf eine Art noch interessant, weil ich meine, schau mal, der verdammte Lion King zum Beispiel, das ist so das pure Gegenbeispiel. Klar, der ist jetzt weniger fragwürdig gewesen, außer dass Leute über Tiere herrschen, die sie alle fressen. Ja. Aber das steht dann einfach lustig. das ist so knapp. Aber dann machen sie eine neue Verfilmung, die einfach da ist. Wir haben es jetzt einfach digitalisiert, mehr oder weniger. Da den genau gleichen Scheiß könnt ihr nochmal schauen. Dann habe ich doch lieber so etwas, wo... Ich meine, ich tendiere dazu, dass es ein Shitshow wird. Aber vielleicht auch nicht, oder? Ich finde die Ansätze eigentlich noch interessant, aber das ist schon so. Das ist der
unumgänglich, dass du mega viele Leute auf Füße stehst, die einfach genau all die, die sich abhängen, fühlen, dass man das Zeug immer verändert. Dabei ist es halt einfach so, jetzt hat man einfach 80 Jahre einfach 90% Weiße einfach Filme gemacht für Weiße, vor allem Männer dominiert. Und dann fällt halt jeder auf, der versucht jetzt divers zu sein. Aber ich meine, ja, eben, vorher hat man es 80 Jahre anders gemacht, oder? Und jetzt, jawohl. Also ich glaube, es ist so lustig, eigentlich ist es mega ironisch, dass jetzt alle angepisst sind, wo man es versucht, allen recht zu machen. Es ist so, wie man möchte ja alle inkludieren möglichst. Und dann sind aber schlussendlich alle angepisst. Ja, nein, ich bin ja auch bei euch, also ich bin bei einem Mittelweg, finde ich. Wenn du es mehr nimmst wie Schneewittli oder wirklich so einen alten Film 1937, der sehr offensichtlich outdated ist, und du sagst, ey, also wenn du ein Remake machst, dann weil du sagst, wir wollen es verbessern. Wir wollen nicht einfach nur mal, das ist Lion King, der Debakel gesehen, da hätten wir einfach nur eins zu eins das Gleiche nochmal gemacht. Wir wollen es nehmen, das Vorhandene, und das ein bisschen modernisieren, verbessern. Wir haben eine Idee, wie wir einen besseren Film machen als das Original. Wenn du aber in diesem Prozess merkst, hey, damit das funktioniert, im Jahr 2023 müssen wir die Geschichte irgendwie 180 Grad drehen und es etwas so derart anders machen, dass es original fast nicht mehr erkennbar ist, dann würde ich dazu tendieren, sagen, lass es einfach sein. Dann ist die Geschichte halt einfach heute nicht mehr so. Das kann doch auch lustig sein. Also, weißt, oder? Also, weißt, ja, außer du machst es als Persiflage, wirklich, als Satire. Nein, aber das meine ich nicht. Ich meine, ich frage mich gerade, ob es ein anderes Beispiel gibt, weißt, wo du. Ich habe zum Beispiel gefunden, Enchanted, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Auf Deutsch heisst er Verwünscht, ist ja genau ein so eine Persiflage auf all die Disney-Tropes, Disney selber, oder? Wo sie sich auch ein bisschen darüber lustig macht, die Prinzessin, die mit allen Tieren redet und jetzt kommt sie in ein Haus und jetzt tun wir das fröhliche Putzlied zusammen singen und so, und das ist ja schon ein bisschen so ein Augenzwinker auf, ja, wir wissen, die Geschichten sind heute nicht mehr so neu, aber ich weiß nicht, oder meinst du etwas anderes Spiel? Ja, ich meine, genau, das ist sicher auch ein guter Weg, aber ich finde tatsächlich, dass man etwas kann nehmen und einfach man nimmt einfach Elemente daraus, aber tut es wirklich mal, man macht etwas völlig Neues daraus. Oder? Also es kommt immer darauf an, wenn sie jetzt auch versuchen, wir machen jetzt das bessere Schneewittchen. Das finde ich immer so ein bisschen gewagte Aussage, weil dann ist ja... Fair. Ich weiß auch nicht, wenn das Original einen Scheiß gefunden hast, musst du kein Remake machen, oder? Ja. Aber also haben sie gesagt, sie wollen besseres oder sie wollen zeitgemäßes? Das haben sie sicher nicht gesagt, besseres, nehme ich an. Nein, besser ist nicht. Weil besser ist es ganz sicher nicht. Ja. Also weißt du, es ist einfach für sich stehend. Genau. Aber ich glaube, irgendwie, wenn du etwas nimmst, wo, ich meine, es hat einen mega schönen Stil gehabt, es war mega schön zeichnen, es hat coole Lieder gehabt, vermutlich und so. Und hat aber eben sonst irgendwie eben alles sehr wirklich altbackene Geschlechterrollen und so. Und, und eben das mit den Zwergen ist halt auch so eine Debatte für sich. Oder? Das ist halt schon so, dass die, das ist halt das Klischee, oder? Irgendwie die Zwerge, die in der Höhle arbeiten. Ich finde es jetzt aber tatsächlich in dem Zusammenhang auch nicht so schlimm, weil das ja, weißt du, wenn es Fabel. Wessen Fabelfiguren sind. Gut, okay, das ist nochmal ein Fass, weil oft sagt man ja, die Zwerge sind ja eben schon also rassistisch dargestellt als Rasse, wo Parallelen hat zur echten Welt. Okay, das ist vielleicht doch noch ein anderes Thema. Die Bande tönt zumindest lustig. Ich meine, weißt, vielleicht sind die witzig. Hey, ich weiß nicht, ich finde, man kann es einfach mal drauf ankommen. Sonst gibt es in 5 Jahren gibt's den nächsten Schneewittchen. Also weißt du, die Mühle läuft. Zum auch noch etwas Positives, also wir haben schon viel Positives gesagt, aber auch zum noch sagen, der Film Snow White wird geschrieben oder ist mitgeschrieben worden von der Greta Gerwig, also von der, von der Barbie auch geschrieben und inszeniert hat. Und sie hat auch zum Beispiel den Film Little Woman gemacht, Greta Gerwig, 2019. Für den ist ihr Drehbuch ja auch Oscar nominiert worden. Und das sind immer sehr spannende Filme. Also es sind beide sehr, sehr coole, sehr gute Beispiele von feministischen Filmen, wie ich finde, wo eben das Thema auf gute Art und Weise, ein gutes Spin, auch Barbie ein bisschen mehr auf die lustige Art, Little Woman ein bisschen mehr auf die ernste Art. Ich denke, es gibt durchaus Hoffnung, dass Snow White eben keine Shitshow wird. Aber im Moment ist es ein bisschen schwierig, noch daran zu glauben. Aber, aber Barbie ist doch ein gutes Beispiel für das, was du vorhin gesucht hast, Phil, nicht? Das stimmt eigentlich. Dass du etwas nimmst, was irgendwie in dem Sinn veraltet ist, aber wie einen neuen Spin gehst, auf eine neue kreative Art und Weise darstellst. So, Barbie habe ich zwar noch nicht gesehen, aber alles, was ich darüber gelesen habe, tönt wie eine sehr, sehr gut überlegte Geschichte und Darstellung und Diskussion, die es auslöst und so. Aber bei Schneewittchen habe ich das nicht das Gefühl. Bei Schneewittchen habe ich das Gefühl, es ist eine Checkliste abgehandelt worden, dass man alles irgendwie erfüllt und alles anders macht oder die 180 Grad anders macht, als früher ist. Es ist einfach so, es fühlt sich wie anders an. Es fühlt sich nicht so überlegt an. Zumindest jetzt von den Aussagen, wo jetzt die Schauspielerin, ich vergesse ihren Namen, getroffen hat. Vielleicht, aber in Wahrheit, vielleicht ist es gar nicht so
man hat ja gar kein Bewegtbildmaterial gesehen zu dem bisher, oder? Es gibt null, nur die Setfotos, die geleakt wurden, oder? Vielleicht sieht es ja in echt wirklich gut aus, man weiß es nicht. Aber eben, es ist sicher kein guter Anfang PR-mässig, dass man mit so Aussagen startet und das so mit einer Grundskepsis, bevor das irgendetwas vom Film gezeigt wurde, reingehst. So, es wird schwierig sein, die Leute zu überzeugen, egal wie gut der Film ist jetzt. Aber ich finde auch, und es ist auch jetzt, wo man kann gut darüber reden kann, weil alles andere ein bisschen stillsteht. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen etwas. Wahrscheinlich hat es darum das auch wieder so auch, ja. Ja. Aber genau, ich finde einfach gerade alle mal darauf herumhaken, dass man jetzt das alles geändert hat. Das ist einfach immer, einfach mal warten, bis man wenigstens einen Trailer gesehen oder mal einen Film gesehen hat. Stimmt, man sieht auch noch nie. Einfach mal chillen. Das wird sicher interessant, das auf jeden Fall. Gut, komm, dann wir machen jetzt ein kurzes Päuschen und dann kommen wir zurück mit Film, geht es weiter und... zwar mit ja auch mit Neuinterpretationen von gewissen Sachen, das stimmt. Ich werde gerade sehen, um was es da geht, wenn ich dann da den richtigen Button finde, was hoffentlich der ist. Willkommen zurück zum zweiten Teil und wir machen weiter mit dem Big Screen. Und wir haben heute zwei Sachen. Das eine habe ich jetzt fertig geschaut, so Twisted Metal, und das fangen wir schon an. Aber wir fangen jetzt nicht an ohne entsprechende akustische Untermalung. Oh, ich habe meinen neuen Mixer noch nicht im Griff. Die Knöpfe sind auch ganz winzig, sag so. Also, und zwar jetzt. Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen. Weißt du, ich habe doch ein Soundboard mit diesen Sounds. Und ich habe natürlich nicht so viele Buttons, damit all die Sounds dort Platz haben. Das heisst, ich muss zwischen so A, B, C, D durchwechseln. Und die A, B, C-Knöpfe, die sind bei 5 mm gross. Ich weiß nicht, was man sich da gedacht hat. Okay. Darum ist es so. Okay. Gut, genau. Twisted Metal habe ich gesehen. Ist eine Serie auf Peacock. Ich weiss, das läuft bei uns noch nicht offiziell. Ich habe es mir nicht gefunden, also meines Wissens läuft jetzt auch nicht auf Sky oder so, aber das wird sicher kommen. Twisted Metal ist ein Game-Adaption. Ich weiß nicht, ist das Game euch ein Begriff? Ich habe es nie selber gespielt, aber ja, ich kenne es noch. Also es ist ganz, ganz alt, oder? Ganz altes PlayStation-Game. Luca, Michel, ihr kennt es gar nicht. Es klingelt etwas. Ich bin aber nicht sicher, ob ich es gespielt habe oder nicht. Das erinnert mich an ein Game, wo ich jetzt gerade den Namen nicht mehr weiss. Vielleicht ist es tatsächlich Twisted Metal. Twisted Metal ist so ein. Ich weiß nicht, auf welcher PlayStation das zum ersten Mal rausgekommen ist oder wo ich es am meisten gespielt habe. Ich würde sagen PS1, PS2. Ja, voll auf der ersten. Ja, PS3 ist sicher auch nochmal eins rausgekommen, hat mehrere Teile gegeben. Und das ist so ein Auto-Action-Game. Du hast so verschiedene Fahrzeuge gehabt, weißt du, so. Alle mit coolen Namen natürlich. Und bist dann so in einer Arena rein und hast einfach einander über den Haufen geknallt. Dann hat es einfach irgendwie so ein bisschen so einen sportlichen Karren gegeben, hat dann nicht so viel Rüstung und vielleicht ein MG. Und dann gibt es da den Sweet Tooth, das ist mit seinem Glacé-Wagen. Und ich glaube, der hat Raketli geschossen, ist dafür langsam und nicht so gelenkig. Und hat dort allerhand so Karren gegeben, oder? Mhm. Und ich weiß nicht, ob es eine Story gegeben hat, aber es hat einfach coole Figuren gegeben, oder? Du hast auch Figuren gesehen, oder? Der Polizist natürlich, ist im Polizeiauto und so. Und eben der Sweet Tooth vor allem, der Killer Clown. Und ja, jetzt haben sie das adaptiert auf eine 10-teilige Fernsehserie. Alle Folgen gehen etwa eine halbe Stunde. Das spielt in so einer postapokalyptischen Welt. So ein bisschen, kannst du dir Mad Max vorstellen. In den USA, alles zerstört und die Zivilisation lebt eigentlich, oder sagen wir, die zivilisierte Zivilisation, die lebt auch in einer abgeschirmten Städte, wo wirklich nur halt das wichtige Volk hineinkommt, und dort drinnen ist, glaube ich, das Leben noch relativ normal. Und dann gibt es so die Milkmans, die bringen dann die Sachen sozusagen von A nach B, oder halt so ein Hochrisikogeschäft. Die fahren dann durch die Chaos, weil auf der Straße dort herrscht das pure Chaos. Es gibt verfeindete Gangs und so, und einfach und der Milkman, der bringt das dort. Und ein Milkman ist eben gespielt von Anthony Mackie. Er spielt den John Doe. Und ich kenne ihn am ehesten von Iron Man, also von den... Du meinst Avengers, also The Falcon. Ja, oder? Das ist der, oder? Ja. Und ich muss gerade mal hier sagen, hat mich als Schauspieler recht überrascht. Ich finde, wie der dort spielt, so einen coolen, harten Typ halt. Und da ist irgendwie so ein locker, flockiger, lustiger, mit Schwächen, aber ein gut gemeinter Typ. Super sympathisch. Und
Genau, der kommt dann einen Auftrag über von der einen so einer Stadt, dass also er ganz weit an der Ostküste der USA soll er etwas bringen. Und das macht eigentlich niemand, weil halt die Strasse, die ist sehr gefährlich dort, gibt es keine Sicherheiten. Aber wenn er das macht, dann darf er eben noch in dieser Stadt wohnen. Ah. Das ist natürlich so der Preis, oder? Und das macht er, dann nimmt er das Päckchen, dann unterwegs lernt er dann lernt er eine kennen, wo ihn zuerst angreift und dann schlussendlich sind sie zusammen unterwegs. Sie sagt ihm nicht den Namen, darum nennt er sie einfach Quiet. Und sie wird gespielt von der Stephanie Beatrice. Ja. Sie von Brooklyn Nine-Nine. Ah, okay. Und, hey, die zusammen, die sind wirklich ich muss sagen, der Film, die Serie ist jetzt nicht Blockbuster-Niveau. Ich finde, das Budget ist so okay. Du siehst oft an den Effekt, weißt, von wenn sie irgendwelche Gebäude in der Ferne darstellen, zerstörte Sachen, das ist irgendwie da nicht Sparflammen, aber jetzt nicht auf dem grössten Herd wird da gekocht. Also aber, nicht Last of Us-Niveau, wenn man es mit einer anderen Videogame-Adaption vergleicht. Wirklich nicht. Das hast du zum Teil dort zwar auch gesehen, gewisse CGI-Effekte, aber genau, Seb war einfach ein anderer Level gewesen. Aber die beiden im Fall, und die Serie funktioniert für mich vor allem wegen diesen zwei, die sind so ein gutes, sympathisches Duo. Und ja. Ich finde, die spielen viel zu gut. Mittelmäßige. Es ist einfach eine unterhaltsame Serie, weißt du, so ein bisschen nicht allzu anspruchsvoll. Es geht in einer halben Stunde. Aber es ist schon mehr Comedy als ernste Action, Postapokalypse. Genau. Es ist blutig zum Teil. Für mich hat es zumindest Parallelen mit Ash vs. Evil. Ich glaube, so hat es eine Serie geheißen. Ah. Die Evil Dead-Verfilmung, die ist blutig, Action, aber sehr lustig, oder? Ja. Und aber auch gory, oder? Also genau, so. Sehr blutig. Mhm. Die ist nicht ganz so blutig, aber hat auch sehr explizit im Moment mal irgendein Ohr abschneiden und so. Mhm. Weil es ist halt eine Mad Max-Welt. Eben, da gibt es dort so die verschiedenen Clans, es gibt den Holy Man, plötzlich hörst du so die Killenglocke, du weißt, oh shit, jetzt kommt dann die Gang. Und dort spielt auch einer mit von Brooklyn Nine-Nine. Dann gibt es die Lawman, das sind halt so ein bisschen die typische faschistische Polizei da, wo irgendwie das Gesetz an sich richtet. Es gibt ja kein Gesetz mehr. Und eine Jagd auf alles machen, wo also ein proaktiv und auf die Quiet jetzt wiederum auf die abgesehen. Und das Coole ist einfach, jeder Folge begegnet sich mit neuen, schrägen Leuten. Oder? Also weißt du, irgendwie sechsmal so an einer fahrenden Stadt, also nein, Stadt ist nicht, sondern die wohnen in Lastwagen, die halten nie. Und die laden dich dann so auf, wie bei Knight Rider. Weißt? Dann nehmen sie dich in die Zange und dann fahrst du hinten rein. Und dort sind einfach lustige Leute. Oder einmal gehen sie dort hin, wo die Milkmen sind. Und jeder ist irgendein anderer schräge Volk. Und dann der eine, wie ist sein Name? Er hat einfach einen riesen Lümmel. Und mit seiner Show ist mit dem Lümmel eine Melone kaputt zu hauen. Und so. Natürlich ist es auch noch. Natürlich. Es hat einfach sehr viele kreative Sachen. Und auch ganz geil ist der Sweet Tooth. Der wird gespielt vom Samoa Joe. Also der Körper ist vom Samoa Joe, weil die Stimme ist von Will Arnett. Geil. Nein, okay. vom Lego Batman. Genau. Von der Lego Batman Stimme. Oh yeah. Der ist so ein typischer Will Arnett. Ja, oder Bojack Horseman. Ja. Der ist so ein typischer. Der spielt die typische Rolle wieder. Der Sweet Tooth ist halt mit der Maske so der psychopathische Killer Clown. Und. Wo dann auch seine gute Seite hat, aber er ist einfach schon einfach ein Gestörter. Aber sehr lustig, dem sein Verlauf. Das erste Mal, wo es ihm begegnet, will er in irgendeine Aufführung machen, wo die meisten Leute dann einfach nicht überleben, weil sie vermutlich am falschen Ort gelacht haben oder eben nicht gelacht haben. Ich habe es super unterhaltsam gefunden. Eine witzige Geschichte. Sie viben gut miteinander. Es hat, glaube ich, schon zwischendurch mal so das typische, jetzt muss man sich trennen, weil man Kritz hat für irgendetwas. Aber es ist nicht so, ich finde selbst da, sie bringen recht viel Glaubwürdigkeit rein in dem Setting. Also weißt, irgendwie, das Zeug passt zusammen. Oder? Also weißt, wenn sie irgendwie verrückt sind oder einander irgendwie versäckeln, dann irgendwie macht es Sinn für die Figuren. Auch wenn du damals findest, muss dann immer alles dem typischen 5-Akte-Dings folgen. Das ist auch ein bisschen so. Aber wirklich cool gewesen und ein cooles Setup für eine zweite Season haben sie am Schluss auch, wo ich weiss nicht, wie erfolgreich die ist.
ehrlich gesagt. Peacock hat einmal gesagt, dass es irgendwie von der Länge her, wie lange das geschaut wird oder so, wie lange das binged ist worden, glaube ich, hat es irgendeinen neuen Rekord. Aber du kannst für jede Serie kannst irgendeinen neuen Rekord erfinden. Ja. Aber immerhin hat es einen, also ist vielleicht nicht. Ein Flop ist wohl nicht. Ich bin gespannt, wenn es dann bei uns läuft. Luca, weißt du, wo Peacock-Sachen bei uns laufen? Zum Beispiel Star Trek, zum Beispiel, läuft das irgendwo bei uns? Das läuft auf Paramount Plus. Also das ist Paramount Plus. Ist das drauf? Zwischen Sky und Paramount Plus läuft das Zeug einmal. Okay. Also, je nachdem, wie es gerade aufteilt wird. HBO ist klar Sky, aber Peacock ist wirklich mal so. Okay. Aber ich kann es empfehlen. Und also man muss überhaupt nicht Twisted Metal kennen. Also wie gesagt, ich kenne den Sweet Tooth, den kennst du einfach, weil der immer auf dem Cover war. Ist ja logisch, so ein Killer Clown mit so roten Haaren und so. Der ist einfach super lustig. Die Verbindung zu den Games, also abgesehen von den Charakteren, ist vor allem, dass es viel Auto-Action gibt. Ja, genau. Er ist natürlich. Evelyn hätte ich noch erwähnt, das ist sein Auto. Das liebt er natürlich innig. Und sie sind immer in dem unterwegs. Und jeder dort, du musst eigentlich ein Auto haben. Ein Kampffahrzeug rumballern und so. Das hat jeder. Und es hat dann auch so ein bisschen Actionsequenzen, wo eben das Umsliden von den Autos. Jeder Rallye-Fahrer würde dann nochmal lachen, in welchen Winkel der da kurz und so. Aber es ist wirklich was sehr unterhaltsam gefunden. Kann ich empfehlen. Twisted Metal. Eben, auf Peacock läuft das. Genau, muss man sich halt irgendein VPN besorgen oder andere Wege, die Piratenbuchzegeln, was auch immer. Genau, du Domi, du hast noch etwas anderes gesehen, und zwar Afterparty. Genau, die Afterparty ist mir auf Apple TV Plus vorgeschlagen worden, weil die zweite Season läuft. Dann habe ich mal geschaut, schaue ich mal in die erste drei. Und würde ich auch empfehlen, weil die zweite ist eine direkte Fortsetzung. Und je nachdem schon, wie das Thumbnail von der zweiten Season anschaust, wirst du schon gespoilert, was in der ersten passiert. Oh. Also schaut das Thumbnail nicht an. Fällt geht mit der ersten Season an. Genau, um was geht es? Das ist der richtige Trailer. Ja, genau, nicht der Trailer zur zweiten Season zeigen. Es ist so eine klassische Whodunit-Detektivgeschichte. Also so ein Subgenre oder, von Krimis, Detektivgeschichten. Am ehesten vergleichbar jetzt in letzter Zeit mit den Filmen Knives Out und Glass Onion mit dem Daniel Craig. Und das Prinzip von diesen Geschichten, von diesen Whodunit-Geschichten, ist ja immer, ein Mord muss aufgeklärt werden und alle Verdächtigen, wo hätte der Mord können machen, sind meistens an einem Ort und der Detektiv befragt dann alle und tut alles untersuchen und tut dann jemanden beschuldigen am Schluss. Du hast ihn umgebracht und er ist halt Genie, oder? Und erzählt dann, wieso sie darauf kam, wie das der Mord passiert ist. Das ist genau das Gleiche hier. Und ich liebe so Zeug, ich liebe so Geschichten. Das, ich weiß auch nicht, aber das ist lustig. Ja. Kann schlecht erzählt sein, aber ich liebe so Zeug. Und das Setup von dem Ganzen ist eine Highschool-Reunion. Also es treffen sich Leute, die sich irgendwie schon 10, 15 Jahre lang nicht mehr gesehen haben. Treffen sich an einer Party. Und einer von den ehemaligen Highschooler ist mittlerweile hure berühmt worden. Er nennt sich mittlerweile Xavier, das ist sein Künstlername. Wobei sie sagen ihm alle, so nervig, sie sagen alle Xavier. 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 Nicht Xavier, sondern Xavier. Er ist Sänger, Schauspieler und ein hure Arschloch. Er läuft mit Goldketten rum. Das ja, es ist wirklich so, es passiert am besten. Er hat blond gefärbte Haare, geschälte mega Haare, die ganze Zeit so eine entblößte Brust und ist einfach dumm wie Brot und ein Arschloch zu wohnen. gespielt wird er von Dave Franco, vom Bruder von James Franco. Ich wusste, der kommt doch irgendwie bekannt vor. Ja. Und die sehen wirklich cool ähnlich aus, der Dave Franco und der James Franco, finde ich. Auf jeden Fall laden dann alle Leute von der Highschool-Party zu einer After-Party ein, darum mal der Name. Zu sich in einer Villa. Und die Villa ist riesig, am Meer, so oberhalb von einer Klippe, hure geile Aussicht und so. Und plötzlich, zumindest in der Nacht, wird der Xavier tot aufgefunden. Am Ende von der Klippe. Dass er der Tod ist. Natürlich, ja. Weil jeder hasst ihn aus irgendeinem Grund. Alle haben das Motiv. Er ist ein Arschloch. Zu allen gewesen, irgendeinem. Und darum, genau. Und jetzt geht es darum, wer hat ihn umgebracht und wieso. Und eben jeder hat dieses Motiv gehabt. Und der Hauptverdächtige ist ein Escape Room Designer. Der Anik.
Und der wird gespielt von Sam Richardson. Den kennt man aus Veep beispielsweise. HBO-Serie, so eine Comedy-Serie, Satire, politische. Ich habe es nie geschaut, aber er soll anscheinend auch recht gut sein. Und der ist als Escape Room Designer, will der natürlich auch herausfinden, was passiert ist. Weil es, ist, es hat halt so ein bisschen Escape Room, oder? Das ist auch ihre Villa eingeschlossen und so, was ist passiert. Und der will natürlich auch seine Unschuld beweisen. Und gleichzeitig wird dann eine Detektivin einberufen, die den Fall aber nicht so lösen dort, sondern sie soll einfach fängt, Aussagen einholen von den Leuten und Beweise sichern, weil am Morgen soll der Top-Detektiv kommen, der alle Fälle sofort lösen kann, ohne Aufwand. Wenn sie es lösen soll sie es nicht machen. Ja, es ist einfach warten, oder? Weil er wird es eh lösen, oder? Es macht keinen Sinn, dass sie sich jetzt darauf anmacht. Aber sie hasst den Detektiv, der wird kommen, aufs Blut. Wirklich, sie hat das Gefühl, der kann nichts. Darum will sie das auch lösen, innerhalb von ein paar Stunden, bis die Sonne aufgeht und bis der Detektiv kommt. Und darum ist so ein bisschen eine Dringlichkeit in dem Ganzen, oder? Wieso dass sie das lösen will. Und sie befragt dann jede einzelne Person, die an dieser Afterparty war. Nicht jede, aber viele von diesen Personen. Insgesamt gibt es 6 Episoden und jede Episode ist dann einfach eine Befragung von einer Person. Mhm. Und das Problem ist, dass jede Person eine andere Geschichte erzählt, von dem, was passiert ist. Und jede Episode siehst du eigentlich der Abend, der gleiche Abend, genau die gleiche Geschichte, einfach anders erzählt, aus einer anderen Perspektive. Lustig. Und das ist wirklich super cool gemacht, weil du zum Beispiel so einen Macho-Charakter, der Brett, der den Abend als Actionfilm beschreibt, der nur am Schläglisch war und Stunts gemacht hat. Und er könnte den Xavier umgebracht haben, weil er hat seine Ex-Frau angemacht, wo er Party war. Oder der jetzt der Musiker Jasper heisst er, gespielt von Ben Schwartz, als super Komiker. Der beschreibt das Ganze als Musical den ganzen Abend. Und echt die ganze Episode ist ein Musical. Ja, genau. Und er ist zum Beispiel eifersüchtig auf Xavier, weil er es als Musiker geschafft hat und er nicht. Und er ist eine Alkoholikerin, Chelsea, die den ganzen Abend als psychologischen Thriller beschreibt, weil sie das Gefühl hat, dass sie verfolgt wird. Dann ist auch eine Zeichentrick-Episode, wo euch ganz als Zeichentrick gezeigt wird. Also wirklich, wie langsam folgen? Zwischen 30 und 40 Minuten, also relativ kurz. Okay, und das ist wirklich so super, kannst mega gut durchbingen und auch die Auflösung am Schluss finde ich cool. Es ist nicht so klar jetzt wie das Glass Onion oder Knives Out, aber gleich so das Gefühl, krass, es macht Sinn, wieso bin ich nicht selber drauf gekommen. Okay. Es ist wirklich cool gemacht. Ich war skeptisch, ob ich es so anschaue, weil auf IMDb ist es so mittelmäßig bewertet worden, aber eben, ich habe sehr, sehr viel Spass gehabt. Und auch etwas, wo man gut an einem oder zwei Abend durchbingen kann. Cool. Ist es nicht repetitiv gewesen, ein bisschen, immer der gleiche? Ich finde es voll nicht. Nein, es ist im Gegenteil hure lustig, weil du merkst so gewisse Milestones, die am Abend passiert sind, die mega viele Leute mitbekommen haben. Siehst halt aus mega unterschiedlichen Perspektiven und alle erzählen etwas anderes und teilweise widersprechen sie sich. Und dann probierst du immer so ein bisschen herauszufinden, wer muss jetzt am Lügen gewesen sein. Es kann nicht sein, dass alle recht haben. So, ja, dann überlegst du die ganze Zeit mit, wer lügt und wer sagt die Wahrheit. Cool. Also das ist Afterparty auf Apple TV Plus und es gibt dann von der zweiten Staffel. Zweite Season läuft jetzt, genau. Ja, cool. Ja. Sehr cool, ja, das ist doch ein gutes Timing. Also, dann gehen wir doch noch eins weiter und weil du vom Musical geredet hast, drück jetzt Thomas den Button. Zocken bis der Notarzt kommt, in den Spielecke. Genau, der Tommy, ich glaube du auch und ich haben ein bisschen Stray Gods gespielt. Ich habe nicht so lange gespielt. Aber es ist eigentlich auch ein spielendes Musical. Willst du mal kurz beschreiben, was es geht? Genau, ein spielbares Musical. Es bezeichnet sich selber als Role-Playing-Musical, weil viele Konversationen, die du in diesem Spiel führst, werden als Songs dargestellt. Aber genau, um was geht es überhaupt? Du übernimmst die Rolle von Grace. Das ist eine Musikerin, das ist ein College-Dropout. Sie ist aus dem College ausgestiegen und weiss nicht so richtig, woher das sie will im Leben. Sie lernt eine Frau kennen, Calliope heisst sie genau. Calliope, womit ihr singt und sie hat eine gute Zeit. Und kurz darauf wird die Calliope quasi vor den Augen von Grace umgebracht. Sie hat nicht gesehen, wer sie umgebracht hat, aber sie wird umgebracht, sie stirbt in ihren Armen. Und wo sie stirbt, wird die Seele von Calliope in die Grace übertransferiert. Und die Seele ist speziell, weil Calliope, sie war eine Göttin. Und in dieser Welt von Stray Gods, da leben so griechische Götter, leben ganz normal unter uns. Also das ist wirklich so, keine Ahnung, so Athena, Persephone, Apollo, Pan, so die Leute, die man aus der griechischen Mythologie kennt, die leben einfach ein normales Leben. Sie haben modern gekleidet teilweise und die leben unter uns und die halten sich versteckt und es soll niemand erfahren, dass es die gibt. Auf jeden Fall, die Calliope war eine Göttin und Grace ist jetzt auch eine Göttin. Die hat jetzt Superkräfte.
Das Problem ist, sie wird von anderen Göttern wird sie des Mordes beschuldigt. Sie hat das Gefühl, sie hat Calliope umgebracht, um an ihre Superkräfte zu kommen. Und sie hat jetzt eine Woche lang Zeit, um zu beweisen, dass sie nicht umgebracht hat. Und wenn sie es nicht schafft, dann wird sie von den Göttern umgebracht. ja, genau. Es ist auch so ein bisschen eine Detektivstory. Also es knüpft ganz gut an das, was ich vorhin erzählt habe. Und es ist auch ein Musical. Es wird eben viel gesungen. Viele Konversationen, die du führst, werden als Musical dargestellt. Und es wird eben erklärt, weil die Grace hat jetzt die Superkraft von dieser Göttin, die sie geerbt hat. Und die Göttin war eine Muse. Die war eine Muse von epischer Dichtung in der griechischen Mythologie. Und mit dieser Superkraft kann sie die Leute dazu bewegen, zu singen. Und das heißt, immer wenn sie ihre Superkraft aktiviert, wird dann so ein Musical gestartet. Dann verwandelt sich ein normales Wohnzimmer in eine epische Fantasy-Welt, wo dann die Leute miteinander singen. Und so kann sie dann Informationen aus den Leuten rausholen und probieren herauszufinden, wer die Calliope tatsächlich umgebracht hat. Genau, und das Gameplay ist mega minimal. Also zumindest, ich habe so nicht mega lang gespielt, 2 Stunden etwa habe ich gespielt. Aber das Spiel geht auch nicht mal lang, es ist irgendwie 6 Stunden oder so, so ausgegangen insgesamt. Und das Gameplay ist einfach, du redest mit Leuten und entscheidest, wie die Antwort ist. Also du tust nicht irgendwie einen Spielcharakter steuern, durch Umgebungen, sondern es ist echt nur reden. Manchmal du schon ein bisschen so Sachen erkunden oder Räume erkunden, um zu schauen, ob es irgendwelche Hinweise gibt. Aber 90% der Zeit bist du am Reden. Und während der Musicals, also während der Song-Einlagen, hast du eben nicht viel Zeit, zum reagieren, welche Antwort du geben willst. Weil die Zeit geht weiter, oder? Und das Coole ist, je nachdem, welche Antwort es gibt, entwickelt sich das Lied in eine andere Richtung. Das kann sein, dass nur die Lyrics sich ändern oder das komplette Arrangement des Lieds sich ändert. Und das ist halt recht geil, weil du wirklich so das Gefühl hast, du kannst wirklich beeinflussen, wie das Lied tönt, wie das Lied endet. Und natürlich alle Entscheidungen, die du triffst, haben auch Einfluss auf die Geschichte und so weiter und so fort. Und ich finde es wirklich ein hure geiles Prinzip, mega einzigartig. Ich glaube, es ist so noch nie gemacht worden im Gaming-Bereich. Das Einzige, was ich finde, die Lieder bis jetzt holen mich nicht so vom Hocker. Also ich bin nicht so der Musical-Experte. Mm. Aber es hat vielleicht so 2 Lieder gehabt, die ich wirklich so catchy gefunden habe. Und wirklich gerne zugelassen habe. Und die anderen habe ich gefunden, ja, könnte es so kürzer gewesen sein. Oder ist jetzt noch nichts mega Spezielles so von den Liedern? Mir ist genau gleich. Ich finde Musicals per se nicht so geil. Ich habe gewusst, dass es ein Musical ist, aber irgendwie, weiß auch nicht. Ich bin dann gleich überrascht gewesen. Der Stil dafür finde ich mega geil. Das ist so mit wenig Bewegungen, so zeichnet, wie ein Comic sieht es aus. Wirklich mega geil. Und sie sind auch eigentlich recht gut gesprochen. Ich bin recht erstaunt, es hat so bekannte Sprecher drin, so Troy Baker, Laura Bailey, wo ja, also Troy Baker, Last of Us und so. Last of Us, ja. Ich weiß nicht, aber dann singt der da von selber seine Rolle. Das ja, das habe ich auch gewusst, krass. Dass er so gut kann singen kann. Ja. Das ist krass. Ich weiß nicht, was da jetzt noch geholfen haben. Aber ja, ich finde, wie du, ich finde, die Lieder sind easy. Und also ich muss sagen, ich habe 1 Stunde gespielt. Ich glaube, ich kann es nicht weiterspielen. Einfach, ich mag einfach nicht die ganzen zurigen Singen, da kommen auf den Sack. Sonst fände ich, aber ich finde die Idee geil. Aber ich finde es jetzt auch nicht, es ist auch gehypt worden. Also ich habe so ein paar Dinge gelesen und gefunden, das ist einfach unglaublich krass, was für ein Game das ist. Und für das finde ich es definitiv innovativ, finde es cool gemacht, aber es ist jetzt nicht irgendwie, also das strahlt mir jetzt nicht gerade hindern. Mhm. Also klar, ich habe es auch ein bisschen angespielt und also ich bin so mittelmäßig eingestellt aber zum Musical, aber ich finde eben vor allem die Komplexität von der Story, dass da irgendwie so schön funktioniert, das kannst du so ein bisschen verschieden auswählen. Klar, du hast nicht immer so unglaublich viele Möglichkeiten und es geht immer so ein bisschen in eine gewisse Richtung. Aber scheint, kannst du eben auch, je nachdem, auf welche Seite du dich schlägst oder für was du dich entscheidest, hat die Story einen ganz anderen Ausgang. Und dort kannst du das Game mehrmals durchspielen. Und das finde ich eigentlich schon noch spannend. Weißt du, dass du so einmal durchspielst und denkst, ah, mega cool. Warte, jetzt probiere ich es noch auf eine andere Art. Ja, vor allem ist es so kurz. Glaub, also eben, du kannst easy 2-3 Mal durchspielen, wenn du es wirklich geil findest. Und das Fiese ist ja, am Anfang musst du dich so für eine Charaktereigenschaft entscheiden, vor Grace, oder? Wo und dann kannst du noch gewisse Sachen wählen. Ja. Was für Sachen das kannst du wählen überhaupt. Und das Fiese ist, ich habe mich jetzt für Punkrock entschieden, dass sie eine Punkrockerin ist und sehr aggressiv ist in den Konversationen immer. Aber du hast dann auch Charming, wo sie die Leute um den Finger kann wickeln kann und Clever, wo sie mega ausklügelte Antworten kann geben kann. Und das Fiese ist, du siehst immer die anderen Antwortmöglichkeiten, die du nicht kannst wählen im Moment. Und dann ist so, fuck, ich hätte gleich die andere Charaktereigenschaft wählen sollen. Und dann ist auch so etwas, ah gut, das mache ich dir vielleicht beim nächsten Mal, falls ich es nochmal durchspiele. So, wenn es so ein kurzes Spiel ist, kann man, wenn man auf Musicals steht und das Prinzip geil findet, kann man schon vorstellen, dass man mehrmals durchspielt. Das klingt sehr, sehr innovativ. Also ich wäre, glaube ich, schon in der Market, um es mal auszuprobieren.
Das ist immer noch etwas komplett anderes vom Game Freak. Ja. Aber man muss, es ist schon so, ich finde, man muss Musicals muss man schon gut finden. Also. Ja. Ja. Ja, und ich finde, es ist einfach so, ich habe es jetzt extra auf der Switch gespielt, weil ich fand, das ist wahrscheinlich so ein Feel-Good-Game. Und es ist mega chillig. Ja, jetzt, gestern statt ein Buch gelesen am Abend, habe ich einfach mit der Switch habe ich so eine Story gehabt, wo ich ein bisschen interaktiv war. Und die Story finde ich echt easy gut gemacht. Das ist, ich habe nachgeschaut von dem Dragon Age-Autor. David Gator heisst er, glaube ich. Okay. Ist es geschrieben worden? Also von dem her, eigentlich von dem Aspekt, ist es auch spannend. Also ich, find auch da, ich bin überrascht, wie spannend dass ich die Story finde. Ich denke, einfach die Prämisse und wie absurd es ist. Ja. Genau. Und so Charaktere finde ich teilweise auch noch recht sympathisch. Also, super. Ich finde find auch alles andere tiptop. Ist wirklich nur, genau, es ist auch einfach nicht so eine gemütliche Sache. Ja, und du musst Musical wirklich irgendwie... Ich glaube, den Musical-Part cool akzeptiere ich noch mehr, weil es wie recht gefertigt wird in der Geschichte, weil es halt ihre Superkräfte sind, oder? Wo sie das dann auslöst. Es macht irgendwie Sinn, gell? Ja, es macht völlig Sinn. Es ist einfach... Ich kann einfach gedacht, ich probiere es gleich, aber es ist wirklich irgendwie... Ich mag es wirklich einfach zu wenig, die Musicals. Die Hürde ist zu hoch bei mir. Weißt du, wenn es ab und zu eins hat, das kann ich ertragen. Oder kann ich so aber schon relativ oft, ja. Ja, das ist die ganze Zeit da. Bleibt ein Game übrig. Genau, das ist Stray Gods. Gibt es auf diversen Plattformen, glaube ich. Glaube überall, ja. Switch und PC. Mindestens. Mm. Gut, dann habe ich noch etwas ganz anderes. Dort, der eine macht zwar auch ein bisschen Musik, und zwar mit seiner Motorsage. und zwar der Leatherface in The Texas Chainsaw Massacre. Ich habe das schon länger, ich konnte es nie spielen, weil in der Testphase einfach nie ein Lobby voll war. Es ist ein asymmetrisches Multiplayer-Game. Du spielst 4 Überlebende gegen 3 Psychopathen. Texas Chainsaw Massacre, ich nehme an, das kennen die meisten, ist die Adaption von dem Film aus den 70er. Ich glaube, Ende 70er irgendwie ist der Film rausgekommen, wo einfach ein paar, ich weiß gar nicht, was sie sind, Camper, Hitchhikers, was auch nicht, halt so obere Teenager. Vermutlich gespielt vor 25 Jahren, wie es halt genau ist. Und genau, die verirren sich dort dann irgendwo im Texas, weiss nicht wo, im Shit und landet bei so einer Psychopathenfamilie mit dem Leatherface, mit der Motorsage, wo sie dann foltern und umbringen. Und im Game spielst du entweder die Überlebenden, dort geht es eben darum, du startest, einmal dort, wo ich gespielt habe, war immer der gleiche Level gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es verschiedene hat. In dem Dungeon, du bist gefesselt, befreist dich und dann ist einfach das Ziel, können abzuhauen. Und wie heisst die Familie schon? Ich habe den Namen von dieser Psychofamilie vergessen. Die versuchen einfach, das zu verhindern. Und ich finde so die Spielprinzip, ich weiß nicht, habt ihr schon mal eins von denen gespielt? Das gibt es ja Friday the 13th oder Dead by Daylight und so. Das sind ja alles in dem Bereich. Nein, ich habe es nie gespielt, aber ich finde es spannend, das Prinzip, dass so, eben mit zwei unterschiedlichen Fraktionen, die einfach komplett unterschiedliche Ziele haben. Ja, das, das, was jetzt noch nicht draußen ist, Killer Clowns from Outer Space ist ja dann auch mit so ähnlichen Zahlen, weil so Friday the 13th ist einfach ein der Jason und die anderen sind die Überlebenden. Darum da witzig, dass es zwei Teams sind. Und genau, ich habe jetzt beide schon gespielt. Und ich finde es noch recht witzig, eben, als Überlebende, du bist meistens einfach am Umschleichen. Es hat ja dann, du bist in diesem typischen Keller, in Dungeon innen, oder? Und dann hat es natürlich so komische Knochenketten von der Decke, weißt du, nicht darfst schnell durchlaufen, sonst klimpert es und sie hören dich. Und es hat so wie Hühneralarmanlagen, einfach so Hühner im Käfig, wenn du schnell vorbeilaufst. Aha, nein! Ja. Ja, macht Sinn. Der Chicken Alarm. Und genau, du findest einen, du kannst ihn so aus Knochen, kannst so das typische Schiff, weißt du, das Messer schnitzen, damit irgendwelche Sicherungskästen aufbringst. Und du kannst dich durch Türen aufmachen, Türen verschliessen oder du kannst durch irgendwelche Kanäle klettern, wo du natürlich auch langsam aufmachen. Da musst du immer so langsam drücken, weil wenn du einfach den Button mashst, dann machst du ein lautes Geräusch und dann sehen dich die Gegner kurze Zeit so durch die Wände durch, sehen sie, wo Lärm gemacht worden ist. Als Überlebende habe ich es noch recht schwierig gefunden, weil du bist so orientierungslos in dem Huren Dungeon rumschleichen und dann irgendwie verstrickst immer, wenn ein anderer Überlebender auch dort rumschleichen hast, du auch keinen Plan hat, was durchgeht. Hast du mit den anderen müssen reden? Oder? Du hättest garantiert können. Ja. Ich meine, sonst könntest du über Discord und so aber genau, wir haben jetzt, das hat mich nie überquatscht, ja, erstaunlicherweise, stimmt eigentlich.
Vielleicht sind die Reviewers einfach so. Aber das könntest du vermutlich schon. Ich weiß gar nicht, ob sie das irgendwie eingebunden haben, weil dann würdest du dann Lärm machen und so, aber... Stimmt, ja, das wäre natürlich lustig, ja, wenn du müsstest flüstern oder so, dass die Kinder nicht, nicht hören. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob sie das implementiert haben. Jedenfalls, ich bin dann einfach lang rumgeschlichen und so. Beim ersten Mal hat es mich relativ schnell verwischt. Du kannst dann einfach davon säckeln, es kostet dich einfach Ausdauer. Magst du nicht ewig rennen. Und dann hat mich dann irgendwann, der Leatherface hat mich dann mit seiner Motorsäge in zwei geteilt. Und dann konnte ich den anderen zuschauen. Ja, es ist dann noch sehr explizit natürlich. Habe ich's. So cool. Und irgendwann haben sie es aber geschafft, in die Parterre raufzukommen. Und dann, du kannst einfach rauslaufen, kannst draussen rumschleichen. Weil es gibt ja natürlich verschiedene Exits. Und da bist du wirklich... Das ist auch noch geil. Es wird dann das Bild so ein geil, wenn die Gegner in der Nähe sind. So das frühe Warnsystem. Oh, und weil es ist aber noch witzig. Wenn es jetzt computergespielte Gegner wären, würdest du noch das Gefühl haben, jetzt hätte ich den müssen mich eigentlich sehen. Ja. Aber du merkst dann nachher, wenn du die anderen spielst, wenn du games, du hast ja wirklich ein eingeschränktes Sichtfeld. Das ist ja so Third Person, oder? Von der dritten Person. Und du siehst ja wirklich nicht immer alles. Wenn du in einen Raum hineingehst im Game, du schaust dann auch irgendwo hin und laufst gerade irgendwo hin. Und du kannst wirklich zum Teil dann irgendwo eigentlich im Sichtfeld stehen, aber du siehst nicht immer alles. So passiert es halt einfach. Und ich bin dann wirklich dann schleichst wirklich wie in einem Film so um eine Theke rum und er läuft irgendwo hin und dann, okay, jetzt versuche ich auf. Weil er ist vorher dort gewesen, jetzt kommt er sicher nicht wieder schauen. Und das macht es schon, es macht es spannend. Also, du bist immer so recht gestresst. Voll auf Adrenalin, die ganze Zeit. Ja. Und dann bin ich hochgeschlichen, eben so einen Sicherungskasten gefunden und dann den können aufmachen mit meinem Knochen improvisierten Teil, der Werkzeug. Dann fällt natürlich die Sicherung, dann wieder rumgeschlichen, einen anderen noch begegnet. Und du kannst natürlich immer überall so zwischen den Wänden durchschleichen, wo die Gegner oft nicht durchkommen. Die müssen den langen Weg nehmen. Dann die Sicherung gefunden, den kann ich aufmachen und dann hat es eben geheißen, jetzt ist im Keller der Ausgang aufgegangen. Und du siehst ihn dann durch den Boden kurz. Hey, wirklich, kaum gehe ich runter, oder? Kommt natürlich genau irgendein Leatherface ums Ecke und dann irgendein anderer mit so einem kleinen Sackmesser kommt dann so. Und dann laufst du unten, der eine haut dich runter und du verlierst komplett Orientierung und dann ist keine Chance. Dann laufst du nur noch und dann ist so, scheiße, wo ist jetzt das Exit gewesen? Hey, natürlich nicht geschafft. Als Mensch bin ich nie, als Überlebender bin ich nie entkommen. Dann habe ich dann endlich einmal die anderen spielen und dann habe ich den Leatherface gespielt. Und ist noch lustig, du hast, es gibt Klassen bei beiden, mit so kleinen Skilltrees, weißt du, dass du irgendwie, keine Ahnung, mehr Ausdauer hast, weniger entdeckt wirst, dass Sachen schneller gehen. Das ist einfach so, wenn du das Game weiterspielst, levelst du auf, kannst du solche Vorteile verschaffen. Und ich habe den Leatherface genommen, der hat eben die Motorsäge, wo dann einfach irgendwie, wenn sie zu viel rumsagst, hat sie dann, glaube ich, keinen Most mehr. Hat noch so eine Spezialfähigkeit gerade am Anfang, wo er sieht er so durch die Wand, sieht er erstens seine Kollegen und dort sieht, wo es so Blutgefäße am Boden hat, weil du musst das Blut aufsammeln und dann an deinem Grossvater verfüttern. Der hockt einfach irgendwo, der kommt in den Filmen ja vor, der tröpfelt ihm so nie und dann kommt er mehr Superkräfte über. Und der kann dann zum Beispiel, der schreit dann so und dann sieht er, dann zeigt es die Gegner an, wenn sie sich bewegen. Als Überlebender kommst du in dem Moment immer so die Warnung über, jetzt darfst du dich einfach nicht bewegen. Das ist easy, wenn dich niemand verfolgt, ist kein Problem. Und wenn dann, du kannst ihm immer mehr Blut geben und dann kommt er einfach immer, der Cooldown geht ab und irgendwann kommt er gerade noch andere Superpowers über. Genau, das heisst, du läufst eigentlich einfach um und suchst die Gegner. Und du kannst dann so Türen verriegeln oder du musst einmal gewisse Sachen deaktivieren, die sie aktivieren müssen, um rauszukommen, weil sie müssen ja immer irgendwelche Sicherungskästen und irgendwelche deine Fallen deaktivieren. Aber ich habe immer das Gefühl, so, gerade am Anfang in diesen Games ist es immer einfacher als Killer. Ja. Ja, weil einfach irgendwie, du musst nur so zwei, drei Mal verwünschen. Du kannst ja zwar nicht säckeln, aber... Es ist so schwierig zu vorrennen. Oder? Sie gehen dann irgendwo rein durch das Fenster und du weißt schon, ja gut, aber jetzt laufe ich einfach links, dann kommst du eh wieder dort raus und dann. Ich finde es recht lustig. Bei mir ist es aber bei diesen Games so die Langzeitmotivation ist bei mir dann nicht so rum. Es wirkt auch repetitiv irgendwie. Die ist witzig mit Kollegen und so sicher, aber. Genau. Und wie immer Multiplayer-Games. Die Leute spielen da unterschiedlich, aber. Es, ja.
weiß jetzt nicht. Eben, ich glaube, ich könnte es jetzt noch ein paar Mal spielen. Einfach, es ist lustig, einfach das Setting und die Charakter. Aber dann hätte ich es nicht gesehen. Aber, also, verschiedene Maps oder Shows? Nein, ich weiß es nicht. Mir war es immer die gleiche. Okay. Weil ich meine, die Vorlage ist halt auch. Aber ja. Dort, oder? Darum, ich weiß gar nicht, ob es da andere Maps gibt. Und dann ist es ist schon relativ. Nein, es ist jetzt nicht riesig, oder? Also, weißt du, der Untergrund. Ja, das ist eben das auch. Macht es auch repetitiv dann mit der Zeit. Es ist im Game Pass drin. Es gibt es auch auf PC und Konsolen. Hey, witzige Sache. Für den Game Pass oder der No-Brainer, da musst du mal ausprobieren. Das ist witzig. Der Texas Chainsaw Massacre. Genau, ja, und das wär's. Und genau, dann melden wir uns doch in einer Woche wieder. Dann sind dann der Domi und ich an der Gamescom und versuchen voraussichtlich von dort einen Podcast aufzunehmen. Ich habe alles schon versucht einzurichten. Ich hoffe, dass es klappt. Wird schon gut kommen. Ja, sind wir gespannt. Ja. Genau, es gibt ein Game-Special auf jeden Fall. Ja, dann danke ich euch fürs Mitschwitzen. Warte, ich kann den letzten Temperaturcheck machen. Ja, mir ist jetzt so kritisch. Ja. 28 Grad, 28,3 Grad. Oh mein Gott. Yeah. So fühlt es sich bei mir auch an. Ja, ich weiß. Also komm, dann gehen wir euch am Mittag. Dann Michel, Domi und Luca, danke vielmals fürs Mitdiskutieren, euch allen fürs Zuhören und bis in einer Woche. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss miteinander.